Ja, darf ich Sie alle auf Ihre Plätze bitten, denn wir würden gerne weitermachen bei unserem großen Symposium zum German Mumblecore. Und alle, die neu hinzugekommen sind, heißen wir natürlich herzlich willkommen. Wir haben schon wahnsinnig viel erfahren von unseren 5 Gästen, denn es sind tatsächlich leider nur 5. 7 waren angekündigt, deswegen eine reine Männerrunde hier vorne. Und ich sag nochmal, Hanna Dose und Isabel Schuber lassen sich herzlich entschuldigen. Sie wären sehr, sehr gerne hier gewesen, sind aber aus wichtigen Gründen eben nicht hier und mussten kurzfristig absagen. Wir haben uns in der ersten Podiumsdiskussion heute dem Thema Improvisation als Stilmittel gewidmet. Und jetzt möchten wir die Perspektive etwas verschieben, worüber wir sprechen. Nämlich, wir wollen ganz gerne hören, wir nennen das ja German Mumblecore und fragen uns zuerst mal, warum. Die wenigsten haben vielleicht vorher von Mumblecore gehört. Das kommt nämlich aus den USA. Das war da bereits eine Stilrichtung, die auch schon wieder vergangen ist. Und naja, hier gibt es schon Widerspruch, aber wir werden da gleich etwas von erfahren. Und dann werden wir uns eben gerade auch den Vorläufern, dem Selbstverständnis unserer Gäste und auch vielleicht einem Ausblick dieser Bewegung widmen. Und natürlich auch der wichtigen Frage, was für ein Name ist denn eigentlich wirklich sinnvoll für diese Bewegung? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, glaube ich, ein bisschen theoretischen Hintergrund noch bekommen. Und dafür haben wir einen Experten hier, der auch schon mein Co-Moderator vorhin war. Das wird Bernd Zywitz sein. Er hat dieses Buch Ansichtssache zum aktuellen deutschen Film geschrieben und hat sich in dem Zuge auch sehr mit dem Mumblecore in den USA beschäftigt. Und wir werden jetzt zunächst einen kurzen Vortrag von ihm hören und dann diskutieren wir hier weiter. Begrüßen Sie Bernd Zywitz, bitte. Ja, danke schön. Nach diesen wirklich erfrischenden Gesprächen komme ich jetzt und muss jetzt so ein bisschen die Stimmung drücken. Aber keine Sorge, das wird jetzt keine wirklich wissenschaftliche Abhandlung. Da habe ich selber keine so wirkliche Lust drauf. In diesem Buch selber geht es auch nicht um die amerikanischen Mumblecore-Leute, sondern quasi um die Deutschen, also gerade vor allen Dingen eben die Regisseure, wie sie hier heute schon getroffen haben. Und ich werde auch keinen so großen geschichtlichen Ausblick einfach halten können, weil die Zeit einfach relativ begrenzt ist. Mir geht es also eigentlich tatsächlich um den Begriff selber. Macht er Sinn, macht er weniger Sinn? Wo kommt er denn ja eigentlich her? Und nochmals eben möchte ich Urs Spörri ganz herzlich danken für die Organisation des heutigen Abends und dass ich auch hier dabei sein darf. Ja, meine Damen und Herren, was ist German Mumblecore? Man könnte es auch ein bisschen zugespitzt beginnen mit German Mumblecore. Ich muss es sagen, ist zunächst ausgesprochen hässlich, es ist ein bisschen peinlich, aber es ist nützlich und es ist zweckdienlich und vor allen Dingen praktisch. Und gemeint sind damit natürlich nicht die Filme oder die Filmemacher oder ihre Art, sondern natürlich der Begriff an sich. Und eben um Sinn und Unsinn dieses Begriffs, das soll eben jetzt Thema sein. Ich muss auch zugeben, ich werde von Urs Spörri auch immer gerne mit diesem Begriff in Verbindung gebracht. Ich hätte den sozusagen erfunden, ich gebe zu. Ich habe ihn selber, zwecks mangelnder, ja wie soll ich sagen, griffbereiter, eingängiger Alternativen und eigener Schöpferkraft und dank auch einer gewissen grundsympathischen Faulheit, möchte ich sagen, habe ich ihn eigentlich gebrauchsfertig aufgegriffen, also auf gut Deutsch schnöde geklaut. Und zu konkret abgeschaut ist er, und das ist ganz wichtig, denke ich, zu erwähnen, German Mumblecore, einfach dieser Begriff, ist abgeschaut einem Werkstattgespräch, das im Rahmen des Filmfests Achtung Berlin, New Berlin Film Award am 23. April 2012 stattfand im Berliner Babylon Kino und anwesend waren unter anderem auch Axel Ranisch, Sie haben ihn ja hier kennengelernt, und Tom Lass. Und eben der Titel der Veranstaltung lautete German Mumblecore, neues Independent Cinema aus Deutschland. Und Achtung Berlin, Co-Leiter Hajo Schäfer hat mich dann auch dieses Jahr noch mit freundlicher, ironischer Ermahnung darauf hingewiesen, dass doch der Begriff von Ihnen stammt. Das gebe ich absolut gerne zu. Das habe ich auch in diesem wunderbaren Buch, das Sie hier gerade gesehen haben, auch immer wieder angegeben. Auch der Artikel, der in diesem Buch ist, den können Sie auch auf der Filmportalseite kostengünstig, nämlich umsonst, nachlesen. Steht alles drin. Er und also Hajo Schäfer und Sebastian Brose, die möchte ich hier auch ganz besonders herausheben, denn die beiden mit ihrem Festival
dass sich um junges Kino im Raum Berlin-Brandenburg kümmern. Also die haben sich so als eine gewisse Plattform, finde ich, etabliert, die auch für eine gewisse Sichtbarkeit gesorgt hat, was diese German Mumblecore-Filme anbelangt. Die sind immer sehr hinter Trends hinterher, um die tatsächlich auch ja, einem breiten Publikum zugänglich zu machen, um auch diese Trends auch sichtbar zu machen dann entsprechend auch. Und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Sie können das natürlich auch. Das Festival ist sehr, sehr familiär auch gehalten, im absolut positiven Sinne. Und ist auch, denke ich, für die Filmemacher hier ein Anlaufpunkt, ein Treffpunkt und ist entsprechend so ein bisschen zu vergleichen mit dem South by Southwest Festival, was eben für die US-amerikanischen Mumblecore-Szene eine ganz wichtige Rolle spielt. Dazu komme ich dann noch gleich. Ja, dieser German Mumblecore-Begriff ist mir also ein bisschen doppelt unangenehm. Einmal ist es ein sehr hässlicher und teilweise auch irreführender Begriff und dann ist er noch geklaut. Kommen wir eben dazu, vielleicht zunächst zur Frage, ob das eigentlich Sinn macht, so einen Begriff zu finden, zu prägen. Ich denke auf jeden Fall, dass es das ist. Es ist enorm wichtig. Ich verstehe auch, warum eventuell Künstler so einen Begriff ablehnen. Es ist ganz klar, wenn man sozusagen in eine Kategorie eingeteilt wird, da geht das eigene Schaffen, die Individualität verloren, nicht nur die eigene Kreativität, sondern auch natürlich die Filme an sich. Man wird in eine Schublade gesteckt, in eine Form gegossen und es besteht natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man zumindest von außen betrachtet da feststeckt oder sozusagen in dieser Form erstarrt. Und das ist natürlich ein Problem, das bei solchen Benennungen immer wieder vorkommt. Es gibt ja auch genug Berliner Schulevertreter, die das eben ablehnen. Also Ulrich Köhler beispielsweise ist da zu nennen. Aber ich denke, es ist unheimlich wichtig, einfach die Vorzüge dieses Begriffs in den Blick zu nehmen. Also Berliner Schule hatte nicht nur im Ausland so einen enormen Erfolg, weil man einfach natürlich unter diesem Begriff etwas gebündelt hat, unter dieser Benamung, dieser Benennung. Also man kann es als Markenzeichen beschreiben, als Label. Und wenn man dann sozusagen diese Gruppierung hat, dann lässt sich das leichter darüber sprechen, es lässt sich darüber leichter austauschen und quasi auch ein bisschen denken. Und wir sehen ja auch den Erfolg des Begriffs Berliner Schule beispielsweise daran, dass man ihn ja auch nach Deutschland wieder importiert hat. Also normalerweise Berliner Schule war ja etwas, was eben unter einem Label zunächst die Franzosen gefasst haben. Und wir haben das sozusagen reimportiert. Da sehen wir natürlich auch so ein kleines Problem, dass vor allen Dingen hierzulande alles, was in Anführungszeichen von hier ist, vielleicht nicht so sonderlich gewertschätzt wird. Auch natürlich, was Film anbelangt und die von Urs Spörri ja hier auch ja, verantwortete Reihe, es tut sich was, oder was tut sich im deutschen Film, denke ich, sehr, sehr wichtig, um da auch ein bisschen dagegen zu halten. Jetzt natürlich diese vielleicht ein bisschen auch Angst vor dem Deutschen selber oder vor deutschen Begrifflichkeiten, das ist so das eine Manko des German Mumblecores ist, es bezeichnet was spezifisch Deutsches, ist aber ein durch und durch ja, englischer Begriff. Das ist schon mal nicht so schön. Und natürlich will man mit so einem Anglizismus oder Anglizissimus, möchte man sozusagen eine gewisse Anschlussfähigkeit oder einen Anschluss natürlich ans Internationale demonstrieren. Das macht, glaube ich, zum Teil Sinn, aber müsste es dann nicht irgendwie anders heißen? Also beispielsweise, weiß ich, zumindest deutscher Mumblecore oder dann, um es dann ganz konsequent zu machen für Fundamentalgermanisten und irgendwelche Wortstandsware, also ich weiß gar nicht, deutscher Murmelkern oder deutsche Murmelkriebsch oder ich fordere auch gerne auf, also wie gesagt, ich bin selber mit dem Begriff nicht sonderlich zufrieden, gerne, dass wir heute und hier alle kollektiv uns was Besseres einfallen lassen, das dann auch gerne auf ein, was weiß ich, Transparent malen und dann durch die Straßen ziehen und Richtung Dornbusch am dann HR und der Hessischen Filmförderung vorbei, bis nach Mainz dann natürlich morgen. Das stelle ich da absolut frei. Aber zunächst über das German lässt sich natürlich absolut streiten. Dieser Mumblecore-Begriff hat natürlich seine Bewandtnis, denn das ist eben eine Bewegung, die, wie Ulrich schon richtig sagte, aus den USA stammt und das meint so eine ganz spezielle Bewegung, eine Gruppe von Filmemachern, eine Art des Filmemachens, die so Anfang der 2000er begann, also die fingen da an, quasi kreativ zu wirken. So richtig notiert wurde das Ganze ab Mitte der 2000er, ganz explizit im Jahre 2005, als bei dem South by Southwest Festival im texanischen Osten quasi drei Filme auf einmal bekannt wurden.
Wer die Protagonisten sind, komme ich gleich dazu. Aber es ist ganz, ganz wichtig eben, dass es sozusagen verschiedene, wie auch hier in Deutschland, verschiedene Regisseure gab, Filmemacher vor und hinter der Kamera agierende, die quasi auf dieselbe Ideen kamen und die sozusagen einander erkannt haben bei diesem Festival, die aus verschiedenen Teilen der USA kamen und da sozusagen einen dann auch seither so ein bisschen Familientreffen feiern. Das ist natürlich in den USA vielleicht immer noch ein bisschen wichtiger als jetzt in Deutschland, das ja dann doch ein bisschen kleiner ist. Zu nennen ist Andrew Buchalski, der gilt so als der Pate dieser Mumblecore-Bewegung, hat Filme gedreht wie beispielsweise Funny Haha, 2002 gedreht und dann eben 2005 herausgekommen. Biwaks war ein anderer oder Computer Chess, letzteren können Sie vielleicht gesehen haben, eventuell 2013 lief der auf der Berlinale. Und Buchalski hat eben den Begriff Mumblecore auch geprägt. Also er zusammen mit seinem Tonmann Eric Mesonaga in einem Interview. Und zunächst hat mal dieser Begriff, dieses Murmeln, auf die relativ schlechte Tonqualität angespielt. Denn man hat eben Improvisation, eben das Freispiel vor der Kamera, überhaupt die Kamerabewegung und eben das im Moment sein einfach über die der Tonqualität einfach gestellt. Und das wurde dann eben auch von Zeitungsartikeln aufgegriffen, die dann eben diesen Begriff dann auch eben weitergetragen haben. Man hat dann auch von Lo-Fi-Filmen entsprechend gesprochen. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit mit der besseren Technik auch gewandelt dann danach. Weiter zu nennen sind dann noch die Duplass-Brüder Mark und Jay, wobei Mark Duplass vor allem als Schauspieler auftritt. Auch in dem Film Anderer, das ist eben auch sowas, mal steht man vor der Kamera, mal hinter der Kamera. Auch das ist ja hier schon mittlerweile, also an unserem Abend hier aus Deutschland dann bekannt. Gedreht haben die Duplass-Brüder, damit sind sie auch auffällig geworden. Im positiven Sinne Puffy Chair 2005 oder Beckett. Und interessant ist natürlich auch zu schauen, wie diese Regisseure sich dann weiterentwickeln. Die Duplass-Brüder sind immer noch im Indie-Film-Bereich unterwegs. Aber Mark Duplass tritt beispielsweise auch als Nebendarsteller jetzt in großen Hollywood-Produktionen auf. Und er hat zusammen mit seinem Bruder beispielsweise Cyrus herausgebracht mit Darstellern wie John C. Reilly, Jonah Hill und Marisa Tomei. Catherine Keener war auch dabei, also schon relativ namhafte Filme oder Jeff Who Lives at Home mit Jason Segel und Susan Sarandon. Also man merkt auch, dass das Interesse dann bei etablierten Darstellern dann wächst, da eben mitzuarbeiten. Ein ganz anderer, wichtiger und sehr proliferativer Mumblecore-Filmer ist Joe Swanberg. Der hat mit Greta Gerwig beispielsweise, Greta Gerwig nur so als Einschub, ist sozusagen das weibliche, bekannteste Gesicht dieser Mumblecore-Szene, die dann jetzt ja, das genau so. Mark Duplass und Greta Gerwig ist sozusagen so ein bisschen Heiko Pinkowski und Peter Trabner, so um das jetzt mal ganz wüst zu vergleichen. Vielen Dank, Urs. Ja. Die hat eben auch schon relativ dann Erfolg gehabt mit Filmen wie Frances Ha und Lola, also gehobenes Arthouse-Kino, hat auch Into Rome with Love von Woody Allen mitgespielt. Und guter Tipp, also vielleicht sitzt dann auch irgendwann mal Peter Trabner oder Heiko Pinkowski in der Berlinale Hauptjury. Das hat nämlich Greta Gerwig dieses Jahr getan, neben eben Michel Gondry oder Christoph Waltz. Also man sieht, da sind dann absolut, sind die Wege nach oben dann sind offen. Zurück zu Joe Swanberg, der hat seit 2005 nach meiner Zählung jetzt 16 Langfilme präsentiert, allein 7 davon im Jahre 2011. Also können sich dann auch überlegen, was da für ein Engagement dahinter steckt, aber sich auch so vielleicht ein bisschen vorstellen, wie die Qualität dann dieser Filme sind oder wie die entstehen. Also jetzt nicht Qualität jetzt im Sinne der inhaltlichen Wertung. Einfach nur um ein paar Titel zu nennen und wahrscheinlich kennen Sie die auch alle nicht. Also die sind natürlich alles Filme, die in den USA auch in kleinen Kreisen laufen und die es dann ab und zu mal mittlerweile auch eben auf die Berlinale schaffen. Also es ist doch ein kleiner Kreis, eine kleine Szene. Kissing on the Mouth, Hannah Takes a Stairs, LOL, Nights oder LOL, Nights and Weekends and Silver Bullets. Also Sie merken, das klingelt wahrscheinlich jetzt wenig davon. Der letzte Film war auch ein bisschen größer, 2013, Drinking Buddies, ein Film, und das kommt Ihnen vielleicht auch jetzt mittlerweile bekannt vor, dem nur ein grober Skriptentwurf zugrunde lag mit einigen Plotpoints. Der Film hatte improvisierte Dialoge aufgewiesen, allerdings dann auch wieder relativ große Namen, Olivia Wilde, Anna Kendrick und Jake Johnson als Darsteller.
Und Swanberg ist auch im Internet sehr aktiv, hat eine Webserie inszeniert und produziert und seinen Film Marriage Material auch bei Vimeo dann mal komplett online gestellt. Also das ist natürlich auch mal sehr, sehr wichtig, dieser Punkt, zu dem ich gerade dann sozusagen überleiten, dass wir eben neben den ganzen formalen, inhaltlichen und ästhetischen Gemeinsamkeiten des Mumblecores, die da wären, ich zähle sie einfach mal ganz grob auf, Improvisation, Reduktionismus in Sachen Bild- und Tonqualität eben zugunsten einer gewissen Art des Films. Ganz wichtig aber auch, natürlich neben dieser Konzentration auf den Moment, sozusagen eine Fokussierung inhaltlicher Art auf so Lebens- und Liebesfragen, Beziehungsverhältnisse, und zwar in einem Milieu der jungen, weißen Mittelklasse. Also das sind alles natürlich gewisserweise Stimmungsbilder und Selbstbespiegelung, die da ganz massiv eine Rolle spielen. Es ist aber auch interessant zu schauen, wie nach einer gewissen Zeit natürlich dieses, ja, sich beschäftigen mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Umfeld, dann doch selber auch hinterfragt wird. Wir haben dann plötzlich auch Filme, die auf eine gewisse Metaebene kippen, so wie es hier auch mit Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste haben oder bei Colas, wie das anklingt. Und wir haben dann auch so leichte Ausflüge ins Genre. Das finde ich auch sehr interessant, wo dann eben ausprobiert wird, wie weit kann ich mit dieser Mumblecore-Art dann doch zumindest Genre-Elemente aufgreifen und die dann auch reflektieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da kommen dann beispielsweise bei Cold Weather von, oh, jetzt habe ich Katz heißt er, ist ein Thriller, der auch relativ improvisiert ist und der dann quasi mittendrin für uns, für unser Verständnis von der Dramaturgie her sozusagen abbricht. Und der Kriminalfall, der dann bleibt völlig offen und plötzlich merkt man, in diesem Film ging es um was komplett anderes. Und das sind sehr, sehr spannende Experimente und sowas würde ich mir mehr wünschen. Nicht nur eben sozusagen hier, das soll keine Aufforderung sein, aber so quasi Spiele eben auch mit anderen Formen. Das denke ich, da ist noch ganz viel Potenzial drin und auch, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, dass dieses Kino Chancen bietet beispielsweise für ein migrantisches Kino. Also sehr, sehr spannend, diese Arbeitstechniken würde ich eben finden, beispielsweise bei türkischstämmigen Emigranten oder eben anderen Gruppen, gerade natürlich was das Dokumentarische auch betrifft. Ich glaube, da kann noch ganz viel und ganz viel Spannendes eben passieren. Dann natürlich wichtig kurz noch zu erwähnen, die Infrastruktur, die bei Mumblecore eine große Rolle gespielt hat, eben neben diesem South by Southwest Festival als Begegnungsstätte ist eine Institution mit diversen Ablegern zu nennen. Das war der Independent Film Channel, der mittlerweile IFC heißt, ein Kabel- und Satellitenkanal, der sich zunächst auf eben sperrige, randständige Independent-Filme spezialisiert hat. Mittlerweile hat er auch Comedy im Programm. Der Ableger IFC Films als Verleiher sowie als Video-on-Demand-Anbieter, auch ganz wichtig, dass man quasi auch klar die kleineren Filme, die jetzt nicht unbedingt eine Kinoauswertung, ich sag mal nicht verdienen, aber denen das eben nicht zugestanden wird, dass man eben andere Möglichkeiten findet, dem Publikum die eben zugänglich zu machen. Und wir werden ja auch zu Love Steaks, wenn ich heute, dann morgen dazu, zu solchen Ideen da auch ein bisschen was hören. Und neben eben diesem Verleiher und dem Kabelkanal selber auch noch das IFC Center, ein Kino in New York, in dem 2007 eine Schau von 10 Mumblecore-Filmen stattfand. Und das hat natürlich auch nochmal, also wie diese Veranstaltung hier so ein bisschen, die Aufmerksamkeit enorm geschärft dafür und den Begriff auch etabliert. Also man merkt auch, man braucht so gewisse Institutionen, gewisse Kanäle außenrum, damit sowas auch Bestand haben kann, allein um Filmemachern die Möglichkeit zu geben, sich zu refinanzieren. Auch wenn das natürlich keine großen Summen sind. Dann natürlich ist ein Punkt, der erwähnt werden muss, eben die technische Entwicklung im Bereich eben der Digitalisierung auf der einen Seite, was oder auch Videotechnik, wenn man noch ein bisschen weiter vorangeht, bei beispielsweise Filmemachern wie Eduardo Sanchez und Daniel Myrick, die Blair Witch Project ja auch gemacht haben. Im Grunde könnte man das ja auch so als Mumblecore-Film verstehen, der ja auch ein absoluter Genrefilm ist, aber da hat man eben auch 3 Filmstudenten in den Wald geschickt und die wussten auch nicht, was ihnen blüht. Und das sind alles Filme, die auch natürlich, einer kam auch davor, sehr, sehr wichtig, The Last Broadcast, das sind alles Filme, die nur möglich wurden, weil die Technik einfach erschwinglich wurde. Desktop Publishing, damit hat man Werbung gemacht, Schnittprogramme daheim, die erschwinglich sind, die man sich
selber auch beibringen kann. Man braucht also auf gut Deutsch nicht mehr große Einrichtungen. Denken Sie dran, also wir werden vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, wie viel Material gedreht wird, wenn man improvisiert. Überlegen Sie sich, wenn das auf 35 mm gedreht werden würde, wie teuer das wird. Oder das ganze Material dann zu sichten und zu schneiden. Und dann bietet natürlich die digitale Entwicklung in diesem Bereich ganz andere Möglichkeiten. Man hat dann auch vielleicht so ein bisschen abfällig in dieser Hinsicht die Mumblecore-Filme als Do-it-yourself-Filme bezeichnet. Das hat so ein bisschen einen abfälligen Beiklang, weil das natürlich nach Amateurhandwerk riecht. Aber das ist natürlich jetzt auch überhaupt nicht mehr der Fall. Wir haben ganz faszinierende Hochglanzbilder. Also wenn ich mir beispielsweise Love Steaks anschaue oder eben andere Produktionen, das erkennt man nicht mehr sozusagen, dass das in Heimarbeit oder Do-it-yourself ist. Also diese technischen Einschränkungen, die früher wichtig waren für diesen Begriff, spielen heute eigentlich keine Rolle mehr. Und entsprechend ist eben dieses Murmeln, dieser Mumblecore auch, hat sich die Bedeutung verschoben von so ein bisschen ironisch mokanten Hinweisen auf die Tontechnikqualität, hat das Ganze jetzt sich hinverschoben zu einem doch eher, positiven, mehr metaphorischen Bedeutungsinhalt. Es geht mehr darum, wie das Was und Wie des Erzählten und Gezeigten sozusagen uns als Publikum anspricht. Und entsprechend finde ich auch ganz interessant, wie Matthias Dell in seinem Beitrag, den Sie übrigens auch auf der Filmportal-Themenseite finden, das ganz gut eingefasst hat. Er hat geschrieben, er hat es mehr auf die künstlerische Haltung, auf die Philosophie dahinter eben bezogen und geschrieben, im Murmeln als Gegenposition zum vollendeten sprachlichen Ausdruck. Und ich glaube, das ist, worum es eben geht, dass es eben nicht um, quasi Konventionen geht, wie wir die an den Filmschulen beigebracht bekommen, wenn wir denn dahin gehen, aber die wir auch in Ratgeberbüchern lesen, die uns das Fernsehen eventuell das sehr, sehr sicher vorsetzt, dieses eben glattgebügelte, sondern eben diese Lust am Brüchigen auch und am Aufgerauten, um auch an dem Dynamischen. Ich denke, das ist eben auch das Wichtige, wenn man versucht, Mumblecore jetzt sozusagen einzuordnen oder zu beschreiben, was ist denn so das ganz, ganz Wichtige dabei, wie kann man das denn einfassen? Also würde ich schon sagen, dass die Technik eine ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur sozusagen als Mittel zum Zweck, als Handwerkszeug, sondern einfach auch, dass man gewisse Ausdrucksformen in diesen Filmen wiederentdeckt, die mit unserem Wissen um Film spielen. Also wir heute haben wahrscheinlich gar nicht mehr die Probleme, Jump Cuts einfach auch in eine ganz normale Handlung einzubauen. Handkamera kennt man mittlerweile sowieso auch schon im großen Hollywood-Kino. Aber ich glaube, das war auch mal ein Einwand, als Jakob Lass hier in deiner Reihe zu Besuch war. Wenn man im Jump Cuts sieht, denkt man sofort an Godard. Das ist natürlich richtig. Denken Sie an Außer Atem, Abu-Dessoufle. Nur eben 1960 waren diese Jump Cuts noch was ganz anderes. Das war eben ganz bewusst der Bruch mit den Konventionen, mit der Erzählung. Dieser unsichtbare Schnitt wurde vermieden. Man hat sozusagen die Materialität des Films, seiner Erzählung ausgestellt. Ich denke aber, das habe ich vorhin auch erwähnt und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das heute eben dieselbe Technik, dieselbe Jump Cut, also quasi der Zeitsprung innerhalb derselben Einstellung, heute ganz anders wahrgenommen wird, weil wir einfach beispielsweise aus dem Dokumentarischen heraus diese Technik kennen und wir können die auch einordnen. Das heißt, wir haben eine viel größere stilistische Vielfalt auch auf Seiten des Publikums und überhaupt keine Berührungsprobleme damit. Und das wissen eben auch diese Filmemacher, die sind eben auch da eben aufgewachsen darin und wir sind einfach weiter in dieser Filmsprache und entsprechend können wir so dieses Ungehobelte, in Anführungszeichen, auch viel wirklich können wir genießen und wir können es auch als das verstehen, was es ist, eben nicht nur einfach versuchen mit einer dicken Anführungszeichen minderwertigen Technik sozusagen großes Standardkino nachzuerzählen, was es ja auch immer wieder gibt, sondern sozusagen mit den Mitteln, die geboten sind, eben diese Mittel selber zu Wort kommen zu lassen. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und das macht eben die Attraktivität aus. Und gewisse Vorläufer haben das ja auch vorgemacht. Also John Cassavetes beispielsweise, Shadows,
seinen Film Ende der 1950er schon gedreht auf einer 16mm Ariflex oder Faces Ende der 60er mit einer Eclair NPR, wo er sozusagen im Spielfilm Mittel aufgegriffen hat, die im Dokumentarfilm schon gang und gäbe waren. Also die das Direct Cinema beispielsweise. Und wir können noch andere Vorläufer einfach nennen. Natürlich die Dogma 95 Gruppe, die sich ja auch selber beschränkt hat, ganz bewusst mit ihren Geboten oder Verboten. Und die dann natürlich auch dagegen verstoßen haben. Klaus Lemke, auch natürlich, um mal einen Deutschen zu nennen, der ja, glaube ich, bei Tom für Captain Oscar, der ja auch auf den Anrufbeantworter gesprochen hat und dich sehr gelobt hat. Also auch schön zu sehen, dass solche etablierten Filmer, so alte Hasen, die sich auch immer mit Werf gegen das Filmfördersystem wenden, dann auch beobachten, was die Jungen tun. Und natürlich Andreas Dresen wurde auch schon genannt. Wie gesagt, das sind alles Filmemacher, die einfach diese Begrenzung, Selbstbegrenzung meistens auch wirklich als Chance verstanden haben und um damit sozusagen auch etwas nachzuspüren. Dass diese ganze undirigierte Unmittelbarkeit des Zugriffs und des Augenblicks. Und entsprechend, das ist der zweite große Nachteil, den ich bei diesem Mumblecore-Begriff eben sehe. Einmal eben dieses Amerikanische ist natürlich, dass German Mumblecore das Ganze immer ein bisschen darstellt oder so klingen lässt, als wäre es ein Ableger, ein einfach die deutsche Version, die deutsche Dépendance von etwas, was die Amerikaner gemacht haben. Also es klingt immer so ein bisschen nach nachgemacht und es stimmt einfach nicht. Es sind einfach sozusagen ästhetische Entdeckungen, Ideen, Philosophien, Haltungen, die einfach eben nicht zuletzt als Zeitphänomen parallel einfach entstanden sind. Und eben in dieser Hinsicht plädiere ich so ein bisschen dafür, sozusagen einen eigenen Begriff auch gerne zu finden, wie schwierig der auch immer sein mag. Aber ich glaube, das macht so ein bisschen klar, worum es jetzt hier geht. Und ich glaube, ich bin schon auch total über der Zeit, ne, Urs. Aber wie gesagt, können gerne und ich glaube, Vorkehrungen wurden auch schon getroffen, dass Sie jetzt hier alle auch so ein bisschen selber über einen entsprechend passenden Namen dann nachdenken. Da haben wir doch schon eine Idee. Wunderbar. An der Kasse ist eine Liste. Genau. Ja, vielen Dank. Das war was von meiner Seite. Ich mag auch gar nicht mehr groß was sagen. Ups. Ganz lieben Dank, Bernd, für den Vortrag. Während wir jetzt alle nach vorne kommen, du hast es gerade angesprochen, wir haben auch den Clip hier mit der Besprechung der Mailbox von Klaus Lemke auf der Mailbox von Tom Last. Und das würden wir Ihnen ganz kurz einmal auf der Leinwand präsentieren. Derweil kommen wir anderen nach vorne und setzen uns zur Podiumsdiskussion. Eine schönere Überleitung zum Podium gibt es nicht. Ich habe noch eine Bitte an die Vorführer. Hier fehlen noch zwei Mikrofone. Wenn ihr die noch mal mitbringen könntet, super. Dankeschön. Ich werde das immer rein. Genau, nee, es kommt rein. Achso. Wir müssen ja betroffen. Nehmen wir jetzt mal die Flasche, weil ich mal Glas hole. Was ist reingelassen? Genau, hier pro Tisch ein Mikro, dann müsste es eigentlich hinhauen. Ja, welches Mikrofon ist denn jetzt fast leer? Alles gut. Electrifying. Könnt ihr gerade den Vorhang da einmal noch durchlassen? Das wäre super. Ja. Perfekt. Ich fange mal direkt damit an. Klaus Lemke ist natürlich einer, der hat Ende der 60er damit angefangen, würde ich mal sagen, im deutschen Film, oder? Die Bettwurst, Rosa von Braunheim, war 67. Früher? Ja, okay. Lemke war, glaube ich, 66 sein erster. Aber ja, aber es ist tatsächlich, es ist einer, der hat sich ja immer wieder neu erfunden und hat aber immer, ist immer wieder seinem Stil auch in irgendeiner Weise treu geblieben über die Jahre. Mit mal mehr und mit mal weniger Erfolg sicherlich. Aber ich glaube, so gerade in den letzten Jahren, das war ja schon auffällig, dass da auch nochmal wirklich irgendwie ein neuer Input bei ihm selber da war auch und die Filme nochmal eine ganz andere Dynamik auch wieder bekommen haben. Gibt es Vorbilder oder gibt es Personen im deutschen Film, ganz besonders zu nennen, wo ihr sagt, ja, das sind Leute, das finden wir auch super, so wie die arbeiten. Also Dresen ist vorhin oft gefallen natürlich, der auch improvisiert. Ist das auch so einer? Oder vielleicht sogar die Kölner Gruppe, falls die jemand kennt. Okay.
Mir ist noch ein Deutscher eingefallen gerade. Ja. Was? Was denn? Ja. Was? Ja, ist okay. Was? Habe ich mich jetzt vorgedrängelt? Ja, nein, nein. Ja? Schon los. Aaron Lehmann ist mir eingefallen. Sehr gut. Das ist ein echtes Vorbild. Echtes Vorbild? Ja. Also ich wäre gern so wie Aaron Lehmann. Ich versuche auch schon seinen Style so ein bisschen nachzumachen. So. Du musst weniger wackeln mit. Aber Tom so, sagt. Nein, Jan-Henrik Stahlberg mit Mucksmäuschen still, also beziehungsweise Markus Mittermeier. Mittermeier, ne? Ja. Markus Mittermeier, die beiden waren für mich auf jeden Fall ein großes Vorbild. Ich habe Mucksmäuschen still, die Folge ungefähr 10-mal geguckt. Okay. Und auch mit Audiokommentar. Das ist eines der besten Audiokommentare der. Einer der besten Audiokommentare der Welt. Der Welt. Was bedeutet dir diese Ansage von Klaus Lemke, Tom? Ja, ich habe in letzter Zeit des Öfteren sehr, sehr wichtige Anrufe bekommen, während ich geschlafen habe. Und ich bin in dem Fall besonders froh, dass ich geschlafen habe. Wenn ich rangegangen wäre, dann hätte er mir das vielleicht gesagt, aber ich hätte es nicht auf der Mailbox gehabt und hätte es nicht verwenden können. So kann man natürlich sagen, ich hatte noch nie einen direkten Austausch mit Klaus Lemke, weil ich nie dran war, aber mir bedeutet es sehr viel, einfach weil er das so schön gesagt hat, auf eine Art und Weise in Worte gefasst hat, wie das von uns wahrscheinlich keiner machen würde. Ich würde ganz gerne auch so zum Thema Vorbild, Nico, dich auch noch fragen, weil du hast ja ein Element in allen deinen Filmen, also zumindest in den letzten 4, glaube ich, wo du dieses Interview, diese Interview-Stil auch so mit drin hast. Gibt es das irgendwo auch in der deutschen Filmgeschichte oder generell, wo du sagst, da hast du das schon mal gesehen, das findest du toll, das ist was du auch gerne aufgreifst. Und was bringt es dir noch zusätzlich vielleicht als ergänzende Frage? Gute Frage. Ich weiß nicht, wer das, ob das noch jemand macht, aber es hat ein Mockumentary-Element. Das bedeutet, dass die Kamera als Objekt noch tatsächlich im fiktiven Raum vorhanden ist. Also das, was bei Stromberg beispielsweise passiert, dass er in die Kamera spricht und auch mal den Blick wechselt und was sagt jetzt der Kameramann oder ist das... das passiert da praktisch, aber ich weiß jetzt nicht, welcher... Also, ich weiß nicht, ob bei Mucksmäuschen still machen die das da auch. Das, ja, es gibt eine Selfmade-Kamera, ne? Aber es gibt auch eine andere Kamera. Und für mich ist der Film auch beispielsweise sehr wichtig, weil er das, was er hat, die Mittel, die nutzt er perfekt aus. Und das ist immer ganz wichtig, wenn man eben nicht 80 Millionen Euro hat. Dass man guckt, dass man das Wenige, was man hat, komplett ausnutzt und nicht, dass man zu viel hat, immer nur so ein bisschen macht. Ja, das war die andere. Nee, mit den Interviews. Also was ist die auch bedeutet? Ich finde es sau interessant, so zu arbeiten. Also man kann in Interviews unglaublich toll miteinander arbeiten. Und auch so, dass ich gefordert bin innerhalb der Inszenierungszeit. Innerhalb der Zeit, wo die Kamera läuft, kriegst du energetische Momente, du kriegst alles Mögliche. Und für die Schauspieler ist es auch toll, wenn es denn eingeflochten ist. Und du wirfst dich, also als Publikum ist es so, dass du meistens auf dich selbst zurückgeworfen wirst und dann eben reflektieren musst. Und entweder denkst du über das Thema nach, über die Konflikthaftigkeit, was bei der Figur gerade ist. Und beides hat was für sich, damit kommt nicht jeder klar, nicht jeder mag das, ich verstehe das auch. Deshalb habe ich in Silvi auch tatsächlich einen Bruch gegenüber... In Familienfieber habe ich einen Bruch gegenüber Silvi, weil in Familienfieber die Kamera praktisch fiktional... Da weiß man nur, mit wem die reden. Genau, die ist fiktional installiert. Ich habe als Filmemacher oder als Dokumentarfilmer damit nichts mehr zu tun. Und in Silvi ist es tatsächlich wie ein Dokumentarfilm. Da gibt es wirklich Sequenzen, die könnten auch mit einer echten Silvi sozusagen gemacht worden sein. Und das macht etwas mit dem Zuschauer, weil er wirklich in bestimmten Momenten denkt, das ist tatsächlich vorhanden. Du weicht die Grenzen zwischen Fiktion und Nicht-Fiktion auf.
Dazu die Frage, Dresen macht ja auch, bewegt sich auch in diesem Spannungsfeld zwischen Dokumentarfilm und improvisiertem Film. Damit würde ich ganz gerne gleich noch zurück drauf kommen, was ihr davon haltet. Ist das auch was, was euch betrifft, dieses Mockumentary noch dazu? Aber ich möchte natürlich auch den Gedanken, den Axel hatte, nicht unbesprochen lassen. Du hast Rosa natürlich angesprochen, der als Vorbild bei dir auf jeden Fall sehr, sehr stark zu nennen ist. Kannst du uns ein bisschen erzählen? Ich weiß, du könntest jetzt Stunden erzählen, aber was bedeutet er dir als Vorbild auch gerade? Also künstlerisch hat er mir immer besonders viel bedeutet in seiner Produktivität. In diesem, ich drehe jetzt 7 Filme am Jahr, so, ist mir doch, der ist nicht perfektionistisch, das bin ich auch nicht. Der hat halt viele Ideen und will die halt auch schnell umsetzen. So, und ich habe auch immer viele Ideen und ich bin irgendwie von, ich habe bei Rosa studiert, Rosa war mein Professor an der Filmhochschule und dieses Unermüdliche, dieser Fleiß, dieses ständig machen, 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 praktizieren, 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 das ist, ist er offene Türen eingerannt. Also das hat mich angefixt, das fand ich super und das liebe ich über alles. Er ist kein guter Spielfilmregisseur, weil er Schauspieler nicht mag. Das unterscheidet ihn sehr stark von uns, von mir. Er hat Angst vor Schauspielern, also weiß nicht, ob er Angst hat, würde er nie so sagen. Er hat halt einfach so Schauspieler, das ist für ihn irgendwie doof, wenn die so mit Handwerk kommen und wenn die irgendwie Fragen stellen und so, das ist nichts. Der stellt halt lieber Originale vor die Kamera und hat dann auch einen großen Hang zu Laien. Kann dann aber ganz wunderbar sein, weil er ja auch sehr viel Freiraum lässt. Also das ist so die Arbeit mit Laien, da ist Rosa ein großes Vorbild. Und dann ganz, ganz, ganz persönlich für mich war er eine unwahrscheinlich wichtige Figur in meiner persönlichen Entwicklung. Als junger Schwuler in Berlin, der irgendwie vorher keinen Gesprächspartner hatte, weil er mit seinen Eltern im Lichtenberger Plattenbau da nicht so drüber geredet hat, das war unwahrscheinlich wichtig auch für mich. So. Und insofern, Rosa ist ein irrer Netzwerker, der mir ganz bestimmt die meisten Kontakte geebnet hat. Und ohne Rosa wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, in jedem Fall. So. Das ist eine schöne Aussage. Ja. Aaron, du hast noch nichts dazu gesagt, ob da irgendwie noch jemand ist, der dir im Kopf rumschwirrt. Ja, also ich gebe zu, ich tue mich da so ein bisschen hart, auch mit Vorbildern. Es gibt so Filme, die mich faszinieren. Ich mag es ja gerne, so größenwahnsinnig, also so Fitzcarraldo von Werner Herzog ist so ein Film, der mich einfach so total umgeblasen hat. So Vorbilder. Also ich glaube so, ich weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist, also wir sind ja sogar mit Isabel Vier Babelsberger hier in dieser Runde, aber ich habe schon gemerkt, so als Filmstudent, was für mich persönlich, also in der Klasse, in der ich gelandet bin und in die Klassen, also man hat so ein Jahr drüber, ein Jahr drunter, so ein bisschen seine Fühler auch, was da passiert. Also Axel war ein Jahr über mir. Und da ist ja auch David Nenn zum Beispiel, der ja mit Kriegerinnen und Feuchtgebiete sehr erfolgreich gerade unterwegs ist. Das waren viel mehr Menschen, die mich als Filmemacher inspiriert und beeinflusst haben, als jetzt große Namen, weil ich einfach, den konnte ich zugucken bei der Arbeit. Da konnte ich merken, ah, so macht er das, dies macht er das und ich verstand, warum er das so macht. Also wenn du andere Filme siehst, gut, heute gibt es diese tolle Sache der Making-ofs, da kannst du auch hinter die Kulissen schauen, aber diese Leute zu kennen, zu verstehen, wie das funktioniert, das kann der, war für mich persönlich, glaube ich, so das, was mich auch wirklich geprägt hat, wo ich viel gelernt habe. Was ich persönlich toll finde an der Filmhochschule, es gibt ganz viel, was man auch daran aussetzen kann, aber das finde ich so ein kreatives Potenzial, das so aus völlig verschiedenen Richtungen kommt, sich an einem Ort trifft. Ich glaube, das ist ein Geschenk und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Tom, du hattest dieses Geschenk nicht. Entschuldigung, welches Geschenk? Das an der Filmhochschule. Ach so. Nein, ich hab sehr genau zugehört. Ich wusste jetzt nicht genau, was daran das Geschenk sein soll. Ich habe das mehr als Strafe empfunden. Tatsächlich, als Strafe? Nein, das stimmt jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht so polemisieren. Ich habe schon manchmal irgendwie gedacht, ach Mensch, wenn ich an so einer Filmhochschule gewesen wäre, wären es, glaube ich, gerade die Kommilitonen, die für mich einen besonderen Wert hätten. Einfach
ich stelle mir das so vor, weil ich da nie war, aber dass man dann auf einmal in Kontakt ist mit anderen Studierenden und vielleicht auch mal so sich, also so da vielleicht auch schon jemand kennenlernt, mit dem man der die Kamera machen soll oder und eben auch dann die Schauspielstudierenden da oder was auch immer. Oder eben auch vor allem einen jungen Produzenten gleich an die Seite, irgendwie durch ein Projekt so, ihr müsst jetzt so eine Übung zusammen machen, dann lernt man sich kennen und sagt, wir machen jetzt lange was zusammen. Und das hatte ich halt erstmal ewig nicht, weil ich alles, was ich an Netzwerk hatte, hatte ich eben aus der Zeit als Schauspieler, die ja auch noch jetzt voranschreitet. Ich spiele ja noch, aber daher kannte ich Leute und zum Beispiel mein erster Kameramann bei Papa Gold, Anselm Belser, habe ich über meinen Bruder kennengelernt und so musste ich mir die Leute zusammensuchen und das hat mir vielleicht manchmal gefehlt und genauso auch dann vielleicht auf die Technik zurückgreifen zu können, die man an so einer Hochschule dann zur Verfügung gestellt bekommt und darüber hinaus natürlich auch noch Dozenten zu haben, das wäre glaube ich auch sehr wertvoll. Aber auf der anderen Seite schätze ich mich auch so ein, dass ich dort wahrscheinlich sehr, sehr viel Energie dann in irgendwelche Kämpfe gesteckt hätte, in irgendwelche Befreiungskämpfe oder in irgendwelche Diskussionen oder was ich jetzt darf, nur einfach nur um Freiheit zu bekommen oder gerade eben aus Strukturen auszubrechen. Und das musste ich halt so nicht machen, weil es um mich herum keine Struktur gab. Ich musste einfach die Struktur eher selber machen. Aber ja, jetzt ist der Zug abgefahren und ja, ich hab irgendeinen anderen genommen, keine Ahnung. Jakob, Vogma, denkt man halt sofort an Dogma natürlich, auch wohl nicht von ungefähr. Magst du was dazu sagen? Weil ihr seid ja dann auch ein bisschen anderen Weg gegangen und habt ja gleich so wirklich ein Konzept gemacht daraus. Magst du was dazu sagen? Ja, gerne. Ich hatte Frontalwatte gedreht und hatte ein paar tolle Festival-Screenings, unter anderem auch bei Sehsüchte, was eben an der HFF ist. Und dann kam Ines Schiller, eine Produktionsstudentin, auf mich zu und meinte, sie fand den Film richtig toll. Und wie denn die Dreharbeiten gewesen wären. Und daraus hat sich halt dann ein Gespräch entwickelt, eben auch eben über dieses Leiden am Set und die Qual zu drehen und ganz, ganz viel weiteres. Und dann haben wir eben beschlossen, zusammen mit Timon Cheppi, dem Kameramann, dass wir uns hinsetzen und reflektieren über unsere. Gut, stimmt nicht. Eigentlich, nee, wir haben zuerst beschlossen, wir wollen einfach wieder einen Langfilm machen. Es muss einfach jetzt ein zweiter Langfilm her. Das wollte ich auch unbedingt. Einfach nach Frontalwatte wollte ich noch was. Ich wollte noch mal weiter. Und dann haben wir ganz viel eben über das Wie gesprochen. Wir haben ein halbes Jahr eigentlich investiert, um über unsere Erfahrungen uns auszutauschen, wie wir Filme gemacht haben bisher und was uns daran genervt hat oder was uns wichtig ist und so, und sind halt im Endeffekt dann drauf gekommen, dass uns da Regeln helfen können. Und wir waren natürlich super inspiriert durch die Dogma 95, Leute, die eben, deren Grundsatz ja ist, also im Kern eben, dass man sagt, Reduktion ist eine Befreiung auch. Also wenn man sich selbst gesteckte Regeln, ein eigenes Spielfeld steckt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich das selber gibt. Das ist nicht Reduktion von außen, glaube ich, fühlt sich dann anders an. Aber wenn man sich selber sagt, wir beschränken uns mit Absicht auf genau das hier, dann kann es unglaublich befreiend sein, weil dann hat man sich gemeinsam einen ganz klaren Weg gegeben. Und das ist, was wir dann getan haben. Wir haben Regeln aufgestellt, die sehr unterschiedlich sind, die auch nicht so sehr nach außen, nicht so manifestartig gedacht sind wie Dogma 95, sondern eher für uns waren, die auch zum Teil absurd sind, und da werden wir auch immer wieder drauf angesprochen, auf die seltsamen darunter. Zum Beispiel? Kein Sport am Set, ne? Ja, genau. Sportpflicht am Set haben wir geschrieben, was natürlich Quatsch ist. Wir haben nie überprüft, wir haben keine Schweißtests gemacht, wir haben niemanden gezwungen zu irgendwas. Rittersport vielleicht. Was? Rittersport gab es auch nicht pflichtmäßig, auch das würde ich falsch finden, wenn man sozusagen Rittersport essen muss. Wäre aber auch eine Möglichkeit. Genau, und haben dann witzige Formulierungen auch gefunden, eben wie die Kamera ist wie eine Schauspielerin zu behandeln, was auch niemand versteht außer uns. Einfach, aber was vorher auch schon ein bisschen zur Sprache kam. Ja, du weißt es, genau. Ja, genau. Behandle mal deine Kamera so, du. Und was fällt mir denn jetzt noch für eine bescheuerte Regel ein?
Vielleicht, wenn du nachdenkst. Ja, so ungefähr in die Richtung. Wäre es ja auch ganz interessant. Axel hat natürlich auch ein Manifest gemacht. Es ist kein Manifest, es ist ein Regelwerk. Es ist ein Regelwerk? Wie unterscheidest du das? Naja, das ist ein Manifest, ist nach außen gerichtet. Das hier war ursprünglich nicht nach außen. Okay. Also wenn ich ein Manifest verfassen würde, dann würde ich das damit, also mit der Absicht und so schreiben, dass es verständlich ist. Und dass es nach außen geht und dass man sagt, Leute, hier gibt es ein Manifest, weil wir sozusagen. Und natürlich ist es auch zum Nachahmen gedacht, aber beziehungsweise nein, es darf nachgeahmt werden, aber es ist nicht so gebaut, dass es nach außen kommuniziert. Wie ist es denn nach außen gekommen? Weil wir dann gesagt, wir haben es publiziert, wir haben gesagt, komm, wir packen es jetzt auf die Webseite und dann haben wir überlegt, wie kann man das denn jetzt formulieren, dass das andere Leute verstehen. Dann haben wir gemeint, shit, das geht gar nicht, man kriegt es nicht umformuliert, wir packen es so, wie es ist. Dann haben wir tatsächlich einfach auch nur die Dokumente gescannt und da hochgeladen. Als JPEG. Als JPEG. Das heißt, es handelt sich hier um ein unverständliches Manifest. Halt die Schnauze, es ist kein Manifest. Axel, ihr habt Filme... Du hast mich schon verstanden, oder? Statement Manifest auch bewusst genannt. Ist das richtig? Ja. Ja, das hatte auch mehr oder weniger einen spielerischen Grund. Mhm. Filmzeitschrift Schnitt hat eingeladen zum 50-jährigen Jubiläum Oberhausener Manifest und die haben uns angerufen und gefragt, wir finden irgendwie, dass ihr mit euren dicken Mädchen so ein bisschen in der Tradition der alten Oberhausener steckt. Wollt ihr nicht vorbeikommen und euren Film zeigen? So, ja klar, machen wir so und dann dachte ich da, ne, dann, wenn wir da schon zu sowas gebeten sind, dann können wir da auch ein Manifest mitbringen, dann müssen wir uns ja jetzt nicht, dann müssen wir uns nicht über das alte Ding unterhalten, dann können wir doch was Neues mitbringen. Und dann haben wir im Prinzip für diese Veranstaltung in Köln unser sehr gutes Manifest geschrieben, was auch, also es war erstens was für die Veranstaltung da so und ein bisschen quasi als Alternative zum Podium Gespräch, in dem man so bestimmte Thesen zum eigenen Film schon mal vorwegnimmt. Und dann haben die das aber abgedruckt bei Schnitt und dann war es halt schwupps online und dann jetzt ist es da. So. Und passt das wirklich zu den Oberhausenern? Keine Ahnung. Auch was ihr macht? Ja, wenn die das ja schon sagen. Ja, wir haben dann halt viel über unseren Film gesprochen und gar nicht so sehr über die Oberhausener. Also das ist die wollten halt damals eine ja, die wollten halt damals weg vom etablierten Kino und wollten halt irgendwie Kino von Opas Kino wollten die weg, genau. Sie wollten damals weg von Opas Kinos. Sie wollten Papas Kino weg und wollten jetzt selber Opa. Genau, Papa. Ja, aber gut, ja. Es ist ja auch normal. Ja. Ging quasi gegen die Heimatfilme der 50. Wir wollen natürlich auch erstmal unseren Kram machen so und wir wollen halt nicht so wie die Fernsehredakteure ticken, sondern wir wollen so arbeiten und unsere Geschichten erzählen mit unseren Schauspielern. Weißt du, das Problem ist ja auch, wenn sie sich so einmischen, wenn sie sagen, weißt du, da drehe ich 10 Jahre lang mit einem Heiko Pinkowski und schreibe ihm eine Hauptrolle für meinen ersten Kinofilm und dann sagen sie mir, nach so und so vielen Jahren, wo Heiko keinen einzigen Cent Geld, nichts gekriegt hat dafür für sein ganzes, so, und er ist meine Inspiration, ja, und dann sagen sie mir plötzlich irgendwie so, ja, jetzt muss aber Axel Prahl spielen, weil deinen Pinkowski, den kennt ja keiner, weißt du, sowas, das ist doch scheiße. Ja, das ist wirklich auch die Parallele zum Oberhausener Manifest, wirklich, dass diese Forderung nach, sozusagen nach weniger Bevormundung, dass man sagt, also man muss uns mehr Platz geben, wenn es gute Filme geben soll, weil alle schreien nach besseren deutschen Filmen und niemand gibt den Filmemachern Platz, diese besseren deutschen Filme auch zu machen. Oder also, das ist niemand. Ich übertreibe jetzt, ne? Natürlich gibt es die Möglichkeiten, aber es sollte mehr noch davon geben. Und deswegen rede ich in diesem Manifest auch von Bevormundung, die ich nicht möchte. Ich finde das, also da steht ja auch drin, sehr gute Redakteure, Produzenten, Filmförderer sollen Geld investieren, aber sie sollen diese Bevormundung lassen. So. Und dann entstehen Produkte von glücklichen Filmautoren, quasi die Bioprodukte der deutschen Filmlandschaft. Das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, wie das einmal schon so schön gesagt hat. Aber ich finde, Vertrauen ist ja auch ein bisschen schwieriger Begriff, weil das gibt es ja auch am Set, wenn zum Beispiel ein Schauspieler irgendwie daran zweifelt, was man da machen möchte. Und wenn man dann zum Schauspieler sagt, ja, vertrau mir, dann kann das ja nur scheitern, weil das ist ja nicht ein Zustand, den man selber hervorrufen kann, wo man sagt, ah, ich soll vertrauen, okay, jetzt vertraue ich so. Oder genauso wie, verlieb dich in mich, das kann man nicht bewusst machen. Aber deswegen habe ich irgendwie Blick, man muss das abwandeln, das ist sowas wie blindes Vertrauen, das kann man fordern. Was ich dann zum Beispiel zum Redakteur oder auch zum Schauspieler sagen würde, ist einfach, mach die Augen zu. Und
dann wird schon gut. Dann wird's gut. Aber es gibt ja diese Produzenten. Ja. Also es gibt ja, es gibt, das muss man auch und mal. Und es gibt auch diese Redakteure. Es gibt wirklich tolle Leute. Nein, es ist ja so. Wirklich, also es gibt diese Leute, die tatsächlich sagen, ich glaube an diesen Regisseur. Ich glaube, dass der eine Vision hat, die wir nicht sehen. Ich glaube, dass diese Vision gut ist und wir packen jetzt da rein, was wir können. Und dann gucken wir uns an, was dabei rauskommt. Und das gibt es wirklich. Und ich glaube tatsächlich, dass es in der Regel nicht immer die besseren Filme sind, aber immer besondere Filme. Redet ihr jetzt vom Nachwuchsbereich oder gilt das auch weiter? Nee, das geht auch weiter. Also können Nilia Akkas, um zu nennen, vom BR, die ich für eine von diesen Redakteurinnen halte, die macht ja auch die Polizeirufe zum Beispiel. Und der kann es ja gar nicht revolutionärmäßig genug sein. So. Und das ist auch die Redakteurin, die mir den Kohlehaas ermöglicht hat. Also der hat ja fast kein Geld gekostet an sich. Aber trotzdem brauchst du immer ein bisschen Geld. Und Cornelia war die Erste, die beim Treatment damals gesagt hat, wir machen das. Wir haben kein Etat für Potsdamer. Aber ich glaube an den Stoff und ich treibe dir jetzt Geld auf, was ich auftreiben kann. Und dann guckst du, dass du das Ding machst. Und die haben sich dann zum ersten Mal den Rohschnitt wieder angeschaut. Das Tolle ist ja auch, dass wir wissen, was wir wollen und wie wir es wollen. Ich habe mich neulich mit einer Redakteurin vom MDR unterhalten, die hat gesagt, wir kriegen auch fast nie was Besonderes. Wir wollen ja total gerne. Wir wollen ja vollkommen außergewöhnliche, absurde Geschichten erzählen, aber es kommt ja nichts. Es gibt so eine Vorzensur, wenn man sich mit Stoffen an, also das ist dann so ein Krimi-Format oder so, aber die sagte, es gibt nichts Ungewöhnliches. Auch sagen, weil die Filmemacher auch, weil sie es mit ein, zwei Experimenten dann irgendwie nicht schaffen, dann irgendwann anfangen, schon sich selber zu beschneiden und sagen, damit habe ich keine Chance, dann schreibe ich einfach das, was ich glaube, was sie wollen und dann beschweren, also ich meine nicht alle, manche versuchen sind einfach. Vor allem gehorsam. Ja. Und genau, was ich eben vorher auch gesagt habe, einmal mit dem Vertrauen, aber eben auch mit dieser Kontrolle, oder weil du auch gefragt hast, gibt es das nur beim Nachwuchs? Ich glaube, diese Philosophie trifft auf alles zu, aber je mehr Geld involviert ist, also je weniger man das als Nachwuchs bezeichnen kann, umso mehr Kontrolleure gibt es ja. Ich bin ja einmal mit einem Auto gefahren, so einem Neunsitzer mit 8 Redakteuren und war sozusagen, ich war sozusagen am Lenkrad und als wir dann eben eingestiegen sind, hieß es so, wir wollten gerade losfahren und sagen, Moment mal, wo ist mein Lenkrad? Und dann haben die sich tatsächlich alle, bevor wir losfuhren, jeder ein eigenes Lenkrad an ihren Sitz bauen lassen. Und das war alles mit der Achse verbunden, dann fuhren wir los und wir kamen aus der Hotelauswahl gar nicht raus. Wir sind gleich gegen so ein Ding gefahren. Und dann war ich aber schuld. Und das, warum hast du nicht improvisiert? Ja, weil ich hätte ja gerne. Aber ich meine, er durfte ja nicht. Das war ja das Problem, er durfte doch. Ja, das ist meine. Alle müssen vielleicht mitreden, aber irgendwie macht es halt auch Sinn, dass halt irgendwie einer die Freiheit hat, die Entscheidung zu treffen. Ob sie nun richtig oder falsch ist, man muss halt diese Entscheidung treffen können. Ich hab noch was auf dem Herzen, was wir alle auf dem Herzen haben, weil deswegen liegen diese Stifte dabei. Ich wollte es gerade auch, um das Publikum mit einzubeziehen, weil wir, glaube ich, alle diesen Alternativbegriff suchen zu German Mumblecore. Was könnte es sein? Liegt da draußen ein Zettel. Genau, an der Kasse liegt ein Zettel. Und wir können diese Stifte verteilen und wenn ihr wollt, könnt ihr alle auf eure Kinokarte, wenn ihr Ideen habt. Reihe reichen und dann ja. Ich dachte, wir werfen sie jetzt. Nee. Ja, seid ihr versichert? ihr könnt es auch einfach auf die Kinokarte schreiben und vorne abgeben, genau. Das ist auch möglich. Wenn man es vielleicht behalten als Andenken. Also, genau, oder von euch. Wenn ihr die Kinokarte behalten wollt, dann vielleicht auf den Zettel oder ansonsten, wenn ihr Ideen habt, gerne mehrere Ideen. Ich möchte als allererstes von euch wissen, gibt es gibt es die Meinung, dass ihr, empfindet ihr euch zusammengenommen tatsächlich als eine Bewegung im deutschen Film? Das ist doch gut, oder? Sagt mal. Ja, also ich bin jetzt in dem Zug mitgefahren, als der Anruf kam, dachte ich, okay, auch also hier, mit ihm habe ich studiert, mit Tom habe ich auch schon ein paar getrunken, hier Nico kenne ich ja auch von ein paar Festivals, also Isabel, die war ja in der gleichen Klasse wie ich, Hanna, also man kennt die Leute, und dann dachte ich, ja, dann lass ich mich herfahren, dann machen wir halt eine Bewegung draus, was soll's. Ich würde auch noch, also es ist so,
es muss jetzt von mir aus nicht unter diesem mumblecorigen Begriff sein. Ja? Ich finde, es gibt halt auch noch andere Regisseure, die es schaffen, auf ihre Art und Weise ihr Ding durchzuziehen. Und etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was uns ja auch gewaltig miteinander verbindet, ist, dass wir ja Humor haben. Das ist ja im deutschen Film auch nicht ganz unbedeutend und das ist ja eher ungewöhnlich. Mhm. Und also von der HFL oder so von es gibt so einen Dunstkreis, da gibt es noch mehr Leute, zu denen ich mich irgendwie dazugehörig gefühle, ob das jetzt Dietrich Brüggemann ist oder Sven Tadeken oder so, wir sind ja so, man ist so ein Dunstkreis einfach so und Sarah Judith Mettke, genau, ganz unbedingt. Und auch Robert Thalheim gehört für mich irgendwie dazu. Ich meine, ist auch ein HFFler, aber das ist so, das sind so Leute, der ja mit Netto auch im Prinzip ähnliche Arbeitsweisen ausprobiert hat. Da fühle ich mich in so einer geilen Generation, wo ich sagen würde, das müssen wir jetzt nicht Mumblecore nennen und wir müssen das jetzt nicht auf diese 7 beschränken. Aber da fühle ich mich wohl und da bin ich stolz drauf. So. Nico, siehst du das auch so? Ja. Cool, weil dann wäre der nächste Schritt von mir, der vielleicht dann auch wieder ein bisschen provokativ ist, seid ihr dann nicht einfach, ihr lebt alle in Berlin, ihr arbeitet in Berlin, lebtet, ja. Inzwischen aber auch erst, vorher war er ja auch. War auch nie Berliner, also du hast ich habe 11 Jahre so eine Zweckehe mit diesem Laden geführt. Aber jetzt gut, seid ihr nicht einfach die neue Berliner Schule? Ja, das wäre dann Berliner Sonderschule, Urs. Den Begriff hatte ich ja schon mal. Aber da macht er ja nicht mit. Also Berliner Sonderschule wäre ich ja sofort dabei. Rebelliert ihr denn gegen die unter Umständen? Ich glaube, das ist kein Schulenstreit. Das soll auch nie ein Schulenstreit werden. Oder also zumindest für mich nicht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Berliner Schule sich mit übermäßigem Humor auszeichnet. Aber das ist es ja. Ja, aber ich meine, Schulenstreich jetzt auch mal größer gefasst, also überhaupt generell die verschiedensten Schulen des Films machen. Also wenn man auch sagt, es gibt den Drehbuchfilm, glaube ich nicht, dass jemand von uns jetzt kommt und sagt, nein, Improfilm ist das Richtigere, das Bessere oder so. Ich glaube, dass es einfach eine bestimmte Art des Filmemachens gibt oder bestimmte Filme, für die ein Drehbuch genau der richtige Weg ist und wo es toll ist und wo man, glaube ich, auch mit der improvisativen Arbeitsweise nicht das erreichen würde. Wenn es eben so ganz speziell, wo halt, weiß nicht, die so fein ausgeklügelt sind, die leben dann auch eben von was anderem. Und da würde ich übrigens auch sagen, selbst wenn Improvisation fehlt, ist das kein Ausschlusskriterium. Ich finde, es ist bei euch auch wirklich eine Art Ästhetik und gerade diese Energie und jener, egal wie die erzeugt wird, ja, das ist auch ein ästhetisches Stilmittel. Und wenn das auftaucht, dann gehört das da dazu, egal wie man es jetzt nennt. Ja. Absolut. Und trotzdem ist es aber für uns irgendwie auch ein bisschen eine Reaktion auf die aktuellen Umstände, dass, wie auch einige schon gesagt haben, unter den aktuellen Bedingungen, wie in Deutschland Filme mit Drehbuch gedreht werden, würde ich eigentlich auch keinen Film drehen wollen. Ich möchte nicht an 21 Drehtagen mit einem minimalen Budget ein Drehbuch durchpeitschen, weil selbst wenn das Drehbuch dann sogar komplett ausgearbeitet ist, was es seltenst ist, weil dafür auch das Geld nicht da ist, hat man dann nicht die Chance, es so umzusetzen, wie man es vielleicht machen könnte, wenn man 60 Drehtage hätte. Also Rebellion gegen das Fördersystem. Ja, ich meine, es ist erstmal ein Umgang damit. Und es ist eine Konsequenz, die man daraus zieht. Und man sagt, das geht einfach nicht. So, dann machen. Wir wollen Filme machen. Ja, wir machen sie auch ohne Kohle, aber nicht mehr lange. Ich habe zwei gemacht, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Freunde mehr. Wir machen sie nicht mehr ohne Kohle. Ja. Wir müssen die Leute bezahlen. Also Heiko Pinkowski hat mir 3 Wochen sein Auto geliehen und jetzt hat er ein neues und das leiht er mir nicht. Peter Trabner durfte nur vom Parkplatz runterfahren. Der hat einen Helikopter. Der hat einen Helikopter. Also, und ich darf auch nicht mehr in der Wohnung von Anselm Belze drin. Also ich brauche einfach Geld. So. Also ich glaube auch, Schule ist vollkommen falsch. Also alles, wo ihr Schule draufschreibt, das schmeißen wir auf jeden Fall weg. So, also weil ich glaube, es ist ja nicht so, wir haben uns ja nicht zusammengesetzt und haben überlegt, wie könnte man das jetzt machen, sondern wir haben ja wirklich vollkommen unabhängig voneinander, auch wenn wir uns kennen und sehen, was der andere so macht, sind diese Filme so entstanden, wie sie entstanden sind, ohne dass wir uns jetzt irgendwelche Credos oder also auf jeden Fall ist es so. Grüne Soße. Also ich glaube, es trifft einfach viel mehr. Frankfurter Mandelkorb. Ich glaube, es trifft viel mehr, dass wir versuchen, mit Umständen umzugehen, die gerade gegeben sind in Deutschland, dass wir unter diesen Umständen nun mal so, wie sie sind, so nicht das Gefühl haben, dass wir gute Filme machen können. Und wir suchen einfach gerade Wege, was die digitale Technik nun mal ermöglicht und wo wir morgen drüber sprechen. Ich glaube, was auch sehr spannend wird, neue Wege des Verleihs. Wir versuchen, neue Filme zu machen, Filme, die gut sind, die man in kurzer Zeit mit weniger technischem Aufwand erzeugen kann, die trotzdem eine Kraft, eine Energie haben, Leute berühren, zum Lachen bringen, zum Weinen bringen. Und da versuchen wir einfach
nur gerade einen Weg zu finden. Und ich glaube, das war schon immer so. Ich meine, die ganze Nouvelle Vague und so, dem Moment, wo man Kameras tragen konnte, haben Kreative angefangen, was damit zu machen. Und ja, jetzt kann man halt Chips voll ballern wie verrückt und Schauspieler spielen lassen und es im Schnitt lösen. Und, aber wie steht ihr denn überhaupt zu so einem Begriff? Denkt ihr, der macht Sinn? Come on, das ist super. Es hilft Journalisten unglaublich, darüber schreiben zu können. Nicht nur Journalisten. Kinos, Festivals. Ja. Diese Veranstaltung ist möglich. Später Wissenschaftlern hilft. Man kann eine DVD-Box draus machen. Sie können das kaufen. Sammelkarten. Übrigens sind fast alle Filme draußen oder, als DVD oder erhältlich. Channel, ja, oder ein Channel. Stimmt. Aber Panini-Sammelkarten von uns. Starschnitte, bitte. Also. Aber der Channel ist auch super, weil kein Mensch spielt unsere Filme im Fernsehen. Ja. Außer deine. Na klar. Aber die große Mandelkornacht. Ja, ich meine jetzt so. Also eure beide, okay. Aber jetzt ernsthaft, ich meine es ja ernst. Es hat wirklich viele, viele Vorteile, die, und es kann viel Kraft geben, irgendwie so. Und es ist, aber es ist, ja. Und ich bin auch super dankbar für, dass es dieses Podium gibt. Es ist wie eine Brand. Okay, dann bevor wir das ans Publikum öffnen, die Frage, ist denn jemand für German Mumblecore? Das finde ich ja, super von euch. Oder hast du uns gemeint? Ich habe euch gefragt. Von euch jemand für German Mumblecore? Ja, nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch nicht schlecht. Ja, mein Gott, wenn es halt... Wenn man jetzt mit einem neuen Namen kommt, ne, dann könnten jetzt die Kritiker dafür halten, irgendwie so, ja, aber dann glauben die, das ist wieder eine neue Bewegung und was ist denn dann aus dem German Mumblecore? Jetzt spreche ich dir aus der Nähe, so ein Scheiß. Habt ihr schon mal einen Mumblecore-Film gesehen? Einer von euch? Nein. Niemand? Ach, du meinst die von drüben? Die von drüben. Also nicht aus dem Osten, sondern ja, das Haar ist auch Mumblecore. Das Haar ist doch, ich habe mal durchgespult. So richtig streng. Das ist der, das richtig schon Mumblecore? Noch so der in den letzten Francis H. Ist das ein Mumblecore-Film? Glaub ich nicht, nein. Nein? Also auf Wikipedia ist er, glaube ich, offiziell als Mumblecore. Doch, ich habe das nicht mal, nachdem ich dann eingeladen wurde zu so einem Symposium. Nimm mal ins Mikro, man hört dich nicht. Nachdem ich eingeladen wurde zu einem Symposium namens German Mumblecore, habe ich das Wikipedia eingegeben. Bei Mumblecore stand Francis H., meine ich, auch drin. Das mag sein, vielleicht. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Gesagt, das, aber nochmal, das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Jetzt kommt Urs und sagt ja, geht auch ohne Improvisation. Ja. Dann muss man natürlich aufpassen, dass so ein Label natürlich nicht irgendwann mal völlig beliebig wird. Weil, wie gesagt, man kann ja auch filmgeschichtlich, ja, wie ich ja gesagt habe, bei German Mumblecore ja extrem weit nach vorne, nach hinten, seitwärts gehen. Und das ist natürlich auch, denke ich, ganz wichtig, dass man sozusagen in irgendeiner Form dann doch eben einen Kern findet, wie eben German Mumblecore eben sagt, wie man den immer jetzt auch definiert, aber sozusagen so, es darf nicht beliebig werden. Aber Aaron, wäre Kohlhaas dann nach der strengen Auslegung, da wäre er ja gar nicht dabei. Doch, also ich glaube, Kohlhaas hat ganz sicherlich rein szenische Elemente, aber... Zwar jetzt. Jetzt leg mal los. Ja. Also, anders als ihr, habe ich ja nicht so einen Fetisch für Manifeste und ist mir auch wurscht, schmeißt mich raus. Ich halte mich da auch nicht dran. Das war mir versehen. Aaron, ich schreibe dir eins. Ja. Also, ich seh Kohlhaas schon da drin, weil ganz klar Elemente dieses, wie wir es auch immer nennen wollen, drin sind. Und auch weil diese Arbeitsweise einfach dieses freie, also ich glaube, wovon wir auch leben, widersprecht mir wieder, wenn es bei euch anders läuft, aber ich glaube, das Interessante, was wir machen, ist, wir haben eine relativ flache Hierarchie am Set. Wir interessieren uns für die kreativen Ideen um uns herum. Da ist nicht so, der Regisseur steht da und sagt, du gehst von da nach da und dann machst du Gesicht, wie es der Titel immer gerne gesagt hat, du machst du Gesicht. Und so sind wir halt nicht, sondern wir wollen wissen, was denken die Schauspieler, was macht der Kameramann, wo gucken wir hin, was sieht der, was, also jeder darf, wirklich bei mir darf sich jeder äußern. Ich liebe es zu diskutieren. Und dann sage ich, die Idee finde ich gut, die Idee finde ich gut und die Idee finde ich gut. Und die anderen machen wir beim nächsten Film. Und ich glaube, das zeichnet auch dann diese Lebendigkeit dieser Filme aus. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es der Job ist des Regisseurs, andere zu inspirieren. Und das heißt, es mitmachen zu lassen. Dass man am Ende
die Entscheidung treffen muss, das ist auch der Job des Regisseurs. Aber ich finde, es gehört auch zum Job des Regisseurs, die anderen dazu zu animieren, zu inspirieren, mitzudenken in dieser Geschichte, auf etwas einzustimmen. Und ich glaube, das ist der Grund oder das, was du benennst, wo diese Lebendigkeit in unseren Filmen entsteht. Ich wollte nur kurz sagen, selbst wenn die formalen Parameter nicht stimmen würden, ja, in deinem Kohlhaas-Film, selbst dann ist dein Film rein inhaltlich der Film zur Bewegung. Ja? Also er ist überhaupt gar das nicht. Das stimmt allerdings. Er ist, ja. Also rein inhaltlich thematisierst du genau das, was wir alle tun. So. Ich mache kurz Werbung für den Film, den wir im Anschluss zeigen: Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Das Geld geht aus am ersten Drehtag und dann muss der Regisseur improvisieren. Und dummerweise will er mit Kohlhaas ein Historien-Epos drehen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das bringt uns natürlich zu einem anderen Punkt, weil wir haben jetzt über die Arbeitsweise gesprochen. Das ist auch ganz klar, dass sieht man hinterher auf der Leinwand. Interessant ist natürlich überhaupt der Stoff selber. Ihr habt natürlich, wie ich gesagt habe, in Amerika hat man natürlich gesehen, das ist eine Generation, die sich selber einfach präsentiert, ihr Lebensgefühl, eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Haltung. Das ist ja hier zunächst auch mal zu beobachten gewesen, so seit den 2000ern schon. Ihr geht ja jetzt schon mittlerweile ein bisschen inhaltlich auch weiter. Du machst einen Kinderfilm jetzt auf diese Art und Weise. Also da ist ja auch schon nichts mehr sozusagen das Berliner Lotterleben, sag ich mal, despektierlich. Ich war ja bei Dicke Michen auch schon kein Berliner richtig. Lotterleben. Also oder jetzt gerade bei dir, ganz interessant, natürlich Stiller Frühling, den wir vorhin gesehen haben, ist eben inhaltlich eigentlich so ein typischer Film. Also junge Menschen, Liebesleid, liebes Leben, wo soll ich hin mit mir, Beruf etc. Und dann Sylvie natürlich oder jetzt Familienfieber, da sind wir schon eine ganz andere, allein schon Schauspieler-Generation vom Alter her. Und jetzt eben kürzlich Jan-Georg Schütte mit Altersglühen im Fernsehen gelaufen zur Primetime, ein Mamelucker Film improvisiert mit Senta Berger, wirklich ganz, ganz groß. Mario Adorf, Matthias habe ich wirklich eine ganze Riege von Stars, Allstars des deutschen Films. Es ist natürlich die Frage, inwiefern man mit dieser Arbeitsweise nicht eventuell auch an gewisse Stoffe gebunden ist. Also es wäre eine Frage an euch. Könnte man sagen, ich fände es extrem interessant und wie gesagt, auch in Amerika kann man das so ein bisschen beobachten, auch tatsächlich ins Genre zu gehen. Krimi funktioniert vielleicht, hatte Jan-Georg Schütte ja eben auch ausprobiert, wie kann ich einen Krimi machen, aber Krimi ist natürlich allein schon, ja genau, ist an sich natürlich, weil er ein Krimi ist mit einem Täter, mit einem Tathergang etc., ist man natürlich viel enger, was der Stoff eigentlich, vom Stoff her eigentlich. Und das wäre natürlich die Frage, reizt euch das sozusagen mit dieser Arbeitsweise so weggeht das überhaupt? Absolut. Also ich glaube nicht, dass man durch diese Arbeitsweise an bestimmte Stoffe oder bestimmte Geschichten gebunden ist. Ich glaube, dass man mit der Improvisation genauso auch mit einem wahnsinnig hochbudgetierten Film im Fantasy-Bereich, in der Herr der Ringe-Welt improvisieren könnte oder in der Star Wars-Welt. Ich glaube auch, dass da die improvisierte Arbeitsweise, du kannst auf jeden Fall diese Vorteile der Improvisation auch da nutzen. Wahrscheinlich hat es dann viel mit mehr Vorbereitung zu tun, weil du vielleicht dann möchtest, dass die Schauspieler ihre Figuren mehr recherchieren. Und vielleicht gerade deswegen sieht man jetzt in diesen frühen Filmen erstmal Sachen, die vielleicht auch viel mehr oder näher an uns dran sind, weil es eben einfacher ist, wenn ich sage, ich möchte in 2 Wochen anfangen zu drehen, dann ist es erstmal naheliegend, dass ich irgendwie auch über Figuren drehe, die ich wirklich kenne. Wenn ich 1,5 Jahre oder länger Vorbereitungszeit habe, kann ich mich auch viel mehr Stoffen widmen, die ich nicht schon aus meinem eigenen Leben kenne, wie ich es jetzt auch mal bei meinem dritten Film machen werde. Also ich glaube, dass da nicht unbedingt direkt ein Zusammenhang ist zwischen der Arbeitsweise. Und was da eben auch ganz spannend ist, wo du das eben gerade sagst, dass dieser Stoff oft der Ausgangspunkt ist. Ich glaube, das ist ja auch, wie die Filmbranche gewohnt ist zu arbeiten oder auch vor allem Redakteure, die wollen immer mit dem Stoff anfangen. Es scheint fast so, als wäre ein Stoff, also die Geschichte, der einzige Ausgangspunkt für einen Film. Und wenn man gerade improvisiert, positiv Arbeit kann man auch, also ist mir aufgefallen, dass es eben auch viele andere Ausgangspunkte gibt, dass ich zum Beispiel nicht sage, ich habe eine Idee für einen Film, sondern ich sage zum Beispiel, ich habe eine Besetzung, wie das bei Papa Gold der Fall war, wo ich hatte einfach Peter Trapp und das stand fest, dass er einer der Hauptrollenspieler war, wo ich einfach, okay, daraus entwickelte sich dann die Geschichte oder man sagt, man hat ein Motiv, wenn ich mich nicht irre, war das gleich bei Lovestakes eine der Prämissen, dass man gesagt hat, wir wollen einen bestimmten Ort und es soll ein Hotel sein und daraus entwickelt sich dann die Geschichte und die anderen Sachen, die mir noch einfallen, ist, dass man zum Beispiel sagt, wir haben Geld, aber das ist gebunden an etwas, wenn ich sage jetzt, mein Geld kommt aus Indien, ich habe ansonsten keine Ahnung, wo das kommt von da und ich muss deswegen in Indien drehen, und dann nehme ich das als Ausgangspunkt und dann kommen die ganzen anderen Sachen, die kommen dorthin. Das heißt, Stoff
ist nicht der einzige Ausgangspunkt, aber es wird wahnsinnig oft so gehandelt. So, was ist die Geschichte? Mit einer Meinung kann ich nichts anfangen. Beziehungsweise so Stoffe einfach ein bisschen breiter fassen. Denn natürlich ist ja auch eine Personenkonstellation, würde ich auch schon fast als Stoff. Also ich habe halt immer so versucht, die meine Filme zu verkaufen, ja, an die Redakteure am Anfang zu sagen, ja, die Geschichte ist für mich nicht der Anfang, sondern ich sage, ich möchte improvisativ drehen, das ist meine Arbeitsweise und ich würde mir gerne Schauspieler suchen und dann daraus die Geschichte entwickeln, aber ich brauche vorher die Zusage, sonst kann ich nicht anfangen zu arbeiten. Das ging immer nicht. Siehst du mal, was ist die Geschichte? Und das, glaube ich, kann man auch nochmal aufbrechen. Es ist vielleicht noch ein bisschen krasser in dem Moment, weil die meisten Redakteure wollen eigentlich ein gesellschaftlich relevantes Thema. Das ist das, was ich immer höre. Ich weiß nicht, was ihr immer hört, aber daran führt kein Weg vorbei. Und das heißt immer, naja, ist schön und nett, aber wo ist die gesellschaftliche Relevanz? Die Botschaft. Wenn du es darauf noch beschränken willst, muss dann auch entsprechend irgendwann am Ende des Films irgendwas sein, was man mitnimmt. Und das muss auch da sein, weil ansonsten können sie nicht gegenüber ihrem Gremium, ihren Chefs legitimieren, dass sie Geld ausgeben. Und das ist immer das, was ich höre. Wenn das nicht vorhanden ist, kommt man nicht weiter. Das, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, weiß ich nicht. Ja, also gar keine. Gesellschaft, ich finde ja eine Botschaft nicht falsch. Mikro. Ja. Eine Botschaft ist auch nicht falsch, aber ich finde es sehr... also es hätte ja nie funktioniert, wenn du gesagt hast, du willst einen Film im Hotel drehen. Also da sagt der Redakteur, wo ist die gesellschaftliche Relevanz? Klar, man kann sich dann immer irgendwas, und das machen ja auch alle, dass man sich dann irgendwas ausdenkt, wo man das dann in Worte fasst. Aber im Endeffekt glaube ich schon dran, dass das Film einfach so, dass Film ein komplexes Ding ist, was halt am besten eben keine Botschaft hat, die man in einem Satz zusammenfassen kann, weil sonst müsste man den Film nicht gucken, sondern könnte sich halt eben diesen Satz auf die Wand schreiben und dann hätte man den immer präsent und müsste nicht 90 Minuten verschiedene Bilder angucken, um da darüber zu reden. Also Woody Allen hat ja mal gesagt, wenn man eine Botschaft hat, soll man sie auf eine Postkarte schreiben. Genau. Nochmal, ich möchte ganz kurz noch einmal ganz kurz einhaken zu diesem Star Wars Improfilm und so weiter. Also an sich bei Kohlhaas, um nochmal kurz hier auf den Film hinzuweisen, der jetzt gleich kommt. Also bei Kohlhaas hatte ich tatsächlich zwei Referenzfilme, die ich die ganze Zeit geguckt habe, in Vorbereitung auf den Film und so, Tonalität, Stimmung und so weiter. Und das eine war Braveheart und der andere war Idioten von Lars von Trier. Und da habe ich versucht, so, und ich dachte so, mein Gott, wie reizvoll wäre das für so ein Film wie Braveheart, einfach mal zu improvisieren, so mit irgendwie 5000 Komparsen. So, und gut, das Ende der Schlacht muss natürlich klar sein, aber so, ich meine, so einfach sich mit der Kamera da mitten reinzuwerfen. Das fände ich total irre. Also, aber das waren die zwei Referenzfilme für Kohlhaas eigentlich. Wer finanziert das? Gute Frage. Ich wollte was sagen zu... Mikro. Ich wollte was sagen zu den Stoffen. Also, wenn man die Geschichte jetzt von dicken Mädchen jemandem erzählte, da gibt es einen Sohn, der schläft mit der Mutter im Bett und das wäre es schon gewesen. Alles klar, raus. Ja. Also, ja, und dann noch die beiden, also ich meine, dann halt noch die 90-jährige Frau und die beiden dicken Männer, wen gibt's denn noch? Nix. Wie? So. Ist auch ein Kurzfilm. Und was ist mit der Oma? Die stirbt nach der Hälfte. Raus! Also, nee, den Film hätte keiner gemacht, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja auch den Unterschied zwischen Plot-driven und Character-driven. So. Und irgendwie sagen die immer, ja toll, Character Driven, hört man immer von den Redakteuren oder Produzenten. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, da gibt es immer Kopfnicken, aber wenn der Plot nicht kommt, dann kannst du den langen von tollen Figuren erzählen. Ja, das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gerade vor kurzem gemacht habe, dass Leute das nicht verstehen, dass Leute sagen, ja, weil ich bereite gerade eine Serie vor und dann ist uns genau das begegnet. Wir wollen Serien wie dort drüben, wie in den USA, aber wo ist denn bei euch die Story? So, die Story. Und wir so, nein, es geht um die Charaktere. So, ja, aber es muss doch eine Story geben. Und wir so, natürlich gibt es eine Story. Aber die steht nicht im Vordergrund. Die ist nicht das Originelle daran oder so, das Interessante oder das Relevante. So, sondern es geht um die Charaktere, es geht, und das finde ich auch bei einer Serie noch mal wichtiger eigentlich. Das ist ja das, warum Serien so schön anzugucken sind, weil sie sich das trauen, viel mehr trauen als 90 Minuten, sich einem Charakter hinzugeben, einer Figur hinzugeben und dass man sich da verlieben kann und jemanden beobachten kann und kennenlernen kann. Das ist ja das irgendwie, wonach ich mich als Zuschauer auch sehne irgendwie.
ich muss auch so noch mal ein bisschen das Teufelsadvokat spielen, weil das klingt natürlich jetzt alles super und eure Filme sind auch wirklich toll. Bei euch gelingt das. Man muss aber natürlich sagen, und ich bin ja auch beim Filmfest in der Langfilmauswahl gewesen, und das klingt natürlich sehr, sehr reizvoll, und wir machen hier auch eine Aufzeichnung davon leider, und dann gucken sich das dann die Leute an oder hören sich an und denken sich dann natürlich auch, oh super, das kann ich auch. Ja, improvisieren ist super. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es ganz, ganz wichtig ist, Kameramann genannt. Also der muss einfach wissen, was er tut. Das kann nicht jeder. Es kann auch wahrscheinlich große Kameranamen, Kameramann-Namen oder Kamerafrau-Namen, die können auch wahrscheinlich nicht unbedingt Improvisation einfangen. Also da muss man Talent haben, man muss großartige Darsteller haben. Man muss wissen, wie man mit denen umgeht. Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was ganz, ganz wichtig ist, auch nochmal erwähnt zu werden. Weil wie gesagt, es kommt natürlich ganz, ganz viele sozusagen MeToo-Projekte, die auch sagen, super, für 500 Euro, klasse, so viel Geld habe ich auch, jetzt kann ich auch ein ganz toller Regisseur werden. Und das klingt nämlich ja alles sehr, sehr reizvoll, was ihr jetzt sagt. Aber ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, sozusagen, dass da eben auch Können dahinter stecken muss. Ja, aber das, was die Männer hier haben, und ich schließe mich da mal mit ein, wir haben alle einen relativ, und die Frauen auch, die nicht da sind heute, die wirklich fehlen, ganz doll fehlen, ein unfassbar gutes Rhythmusgefühl und Schnitttalent, weil wir wollten immer auf Schnitt zu sprechen kommen, haben wir noch gar nicht so. Wir schneiden die Dinger ja auch alle selber. Also wir haben Leute, mit denen wir zusammenschneiden oder so, aber wir sitzen da auch an den Rechnern und wir hacken das Zeug zusammen. Also in meinem Fall mache ich das immer gleich, wenn ich gedreht habe, am gleichen Tag rein in den Computer, schneiden und dann gerne am nächsten Tag gleich den Leuten zeigen. So. Und damit man weiß, ob man sich irgendwo in der Ecke improvisiert hat oder ob die Szenen, die man gemacht hat, dass die gleich funktionieren und so weiter. Und das ist, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir haben alle verdammt viel Ahnung von Dramaturgie und verdammt viel Ahnung von Rhythmus. Ansonsten würden die Filme am Ende nämlich nicht das sein, was sie sind. So. Aber sag mal, was ist denn konkret anders im Vergleich zu einer konventionellen Produktion, also wenn man da in den Schnitt geht? Naja, da kannst du unter Umständen nichts mehr rausholen, weil das ist ja immer nur die Sätze von A bis B gedreht in 15 Einstellungen und dann den Rhythmus einer Szene kannst du nicht mehr beeinflussen. Wenn wir aber eine 15-minütige Szene gedreht haben am Stück, dann kann man mit einem dramaturgischen Talent für die Szene und damit, dass man immer wach ist beim Drehen, weil bei mir ist es so, ich setze immer In- und Out-Punkte für mich beim Drehen. Ich gucke mal den Schauspielern zu, deswegen mache ich entweder die Kamera selber, da ich das nicht geht, weil es muss ja ein Profi machen, und ich habe ja so einen tollen Kameramann, brauche ich meinen Monitor, und dann gucke ich ganz fest in meinen Monitor, weil ich muss das sehen, was aufgenommen ist. Wenn ich das nicht sehe, dann bin ich eigentlich verloren, weil dann habe ich keinen Überblick, was haben wir jetzt eigentlich aufgenommen oder nicht. Aber wenn ich in den Monitor reingucke und dann sehe ich das, dann habe ich immer die In- und Out-Punkte. Und dann kann ich im Schnitt, gehe ich nach Hause, schneide es zusammen und kann aus einer 15-minütigen Szene eine 2,5-3-minütige richtig gute Szene machen. Diese Chance hast du überhaupt gar nicht in dem herkömmlichen Material, wenn du mit 16 Einstellungen, jeweils 4 Wiederholungen, eine 3-minütige Szene aufgelöst hast. Arbeitet ihr anderen auch so? Also, dass er am selben Tag sozusagen nach Hause geht und schon gleich dann schaut, was Sache ist? Ich kann auch viel zum Schnittprozess sagen. Allerdings hatte ich nie die Zeit, direkt nach dem Drehtag das zu schneiden, weil ja dann immer schon der nächste Drehtag anstand und man musste sich auch noch betrinken nach dem einen. Aber das musst du verbinden. Also trinken und schneiden. Der Schnitt ist insofern tatsächlich ganz anders, weil er auch viel mehr der dokumentarischen Arbeitsweise vielleicht gleicht. Aber jedenfalls, wenn man eben einen Film hat, wie es bei meinen ersten beiden der Fall war, die wirklich vorher noch fast gar keine festgelegte Dramaturgie hatten, dann hat man wirklich viele, viele Szenen gedreht, wo man überhaupt nicht wusste, ob sie in den Film kommen und wenn ja, wie. Und ich habe dann von jeder einzelnen Szene also ein Screenshot ausgedruckt in Farbe auf so eine etwas dickere Karte, und dann hatte ich ungefähr 200 kleine Karten, die ich dann auf dem Tisch ausgebreitet habe, so memorymäßig, und die dann hin und her geschoben habe. Und dann war die eine Sexszene erstmal ganz am Anfang, bis ich gemerkt habe, das macht ja keinen Sinn, wenn er die gleich am Anfang, und dann war die Szene raus, und dann habe ich erst irgendwann wieder ganz, oder man merkt dann irgendwann, wie erst drei Szenen nur im Kontext miteinander funktionieren. Und das ist etwas, was du beim Drehbuchfilm so gesehen nicht hast, weil die Struktur ja schon vorgegeben ist und du musst dann eigentlich beim Schnitt eher das umsetzen, was sozusagen das Drehbuch so ein bisschen vorgearbeitet hat. Aber um noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen
gekommen, weil du von diesen MeToo-Filmen gesprochen hast, also dass dann andere Leute das sehen und sagen, oh, das kann ich auch, sehe ich jetzt da gar keine Gefahr oder frage mich so, warum nicht? Und es ist ja dann sogar toll, wenn jemand das dann eben auch versucht und dann auch es schafft, eigentlich dann eben auch ein toller Film dabei rauskommt. Natürlich gibt es welche, die halt einen anderen Ansatz finden und dann gelingt es so nicht, oder das ist ja dann auch immer eine sehr subjektive Frage, aber es ist ja erstmal großartig, wenn sich Leute. Wenn wir jetzt eine Bewegung werden wollen, müssen wir die Tür hinter uns zumachen. Da können wir das ist schon wichtig. Jetzt nicht noch irgendwie. Also ich sag mal dazu, in dieser Filmliste, die wir auf filmportal.de eingestellt haben, da sind schon noch 6, 7, 8 weitere Namen dabei, wo wir sagen, das sind auch Filme, die sind vergleichbar. Ja? Also und das ist wirklich was. Und das ist ja auch das Spannende, warum das wirklich eine Bewegung ist, in meinen Augen. Das ist jetzt nicht nur ein Klassentreffen hier, sondern das ist wirklich etwas, das gibt ein Bedürfnis, solche Filme jetzt gerade zu machen. Eventuell ist es jetzt auch an die Gegenwart gebunden, weil es tatsächlich jetzt gerade so ist, dass die Hintergründe der Produktion, der Förderung, was auch immer, das erfordern, dass ihr jetzt was anderes machen wollt oder die Filme sogar unter Umständen gerade in Deutschland vielleicht so sind, dass ihr sagt, nein, wir wollen es anders machen. Aber das ist jetzt der Punkt, den nutze ich jetzt einfach mal. Du kannst sofort sagen. Nur jetzt ab sofort möchten wir wirklich Sie mit einbeziehen. Weil Sie haben schon gemerkt, wir sind hier vorne eine Bewegung, aber wir haben keinen Namen. Und das ist natürlich schlecht. Und wir können das ja auch mal diskutieren. Also vielleicht ist da ja so ein bisschen Brainstorm-Anreiz, wenn Sie da Ideen haben, in welche Richtung es gehen könnte. Ganz interessant. Aber erstmal sag du noch. Genau, ich muss noch mal kurz im Schnitt was sagen. Also auch, ich will mich ja nicht aus dieser Bewegung rausbeamen, aber bei mir hatte das einen recht klaren dramaturgischen Aufbau. Also ich habe in dem Film, ich arbeite auch mit einem Cutter am Set, also ich habe einen Cutter, der immer während der Dreharbeiten nicht am Drehort selber ist, aber der ist irgendwo in Fahrnähe, wo ich abends hinfahren kann. Gut, das ist dann tatsächlich ähnlich wie bei dir. Ich habe da einen, der schneidet mir mein Material vor und probiert bei Szenen aus und den kann ich anrufen und sage, hör zu, ich habe die Szene heute Abend gedreht, guck dir mal an, ob das funktioniert, ich muss wissen, ob das klappt oder ob wir die nochmal nachdrehen müssen und ich habe da immer jemanden zum Austausch dabei. Allerdings ist es so, dass das in meinen Filmen bisher, aber das habe ich ehrlich gesagt bei deinen Filmen jetzt auch das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, wie es bei also ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine Dramaturgie, auch bei Axel habt ihr eine Dramaturgie großartig gesucht, die hat sich entwickelt, aber du hast doch nicht später im Schnitt, du drehst auch chronologisch, ist das richtig? Ja. Ja, okay, das ist auch ein großer Unterschied. Dreht ihr chronologisch? Achso, du weißt ja noch nicht, wie es chronologisch aussieht später. Ich wollte bei Familienfieber chronologisch drehen, das hat aber schon am dritten Drehtag nicht mehr hingehauen und dann mussten wir alles unchronologisch drehen. Aber ich stimme Axel zu. Bei mir ist es ähnlich, dass ich auch alles sehen muss, weil ich schaffe es auch nicht, während der Drehzeit zu schneiden. Und dann, wenn man alles sieht, auch während der einen Szene, nehmen wir nur mal den Mikrokosmos, dann weiß man, ob noch eine Wiederholung notwendig ist oder nicht. Und ich glaube, das ist bei euch auch ähnlich, dass ihr spürt, das ist es noch nicht, wir müssen hier nochmal eingreifen oder da hat was schon dramaturgisch nicht funktioniert oder der Satz ist ja eigentlich falsch, mach doch so. Bei mir hat falls sich ihr wiederholt, aber so haben wir zum Beispiel Familienfieber schon auch gemacht. Bei mir hat sich am dritten Drehtag mein Hauptdarsteller das Kreuzband angerissen. Also da war einfach schon mal die Dramaturgie ab dann schon quasi stark verändert. Also, ja, bei Papa Gold gab es eine Zahn-OP, ne? Oder Kiefer? Nee, das war bei Frontalwart. Frontalwart, oh Gott, Entschuldigung. Ja. Er ging auch zum Zahnarzt, aber genau. Das war das andere. So, es geht los. Erste Frage. Also wenn ihr ja eine Bewegung seid, die noch keinen Namen habt, was habt ihr denn eigentlich gegen German Mumblecore, würde ich mal gerne wissen. Den Namen. Das ist so ein bisschen das deutsche Anhängsel von der amerikanischen Bewegung, von der wir zum ersten Mal vor 5 Tagen gehört haben. Es ist ja so, als hätten wir was nachgemacht und German Mumblecore klingt dann auch so wie zweite Klasse, so ein bisschen so. Hier die einen machen es richtig und wir machen es halt nochmal auf Deutsch. Und irgendwie, also ist nur mein spontanes Gefühl, aber...
Gut. Nee, dann ist ja uns nur wichtig, dass der Begriff wirklich nicht von uns kommt. Das ist ja typisch deutsch, das so negativ auszulegen. Wir sind zweite Klasse im Prinzip. Das ist was komplett anderes. Und also ich finde das ganz gut, dass er vielleicht einen großen Bruder den nutzt, um vielleicht Menschen mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, was das eigentlich ist. Und das wird ganz klar deutlich. Und ich finde auch mit dem German wird es deutlich. Also Okay. Ich finde den Namen nicht so schlecht. Vielleicht solltet ihr den einfach noch öfter wiederholen. German Mumblecore, German Mumblecore. Großer Bruder ist doch ein gutes... Guter Name für eine Bewegung. Ich widerspreche jetzt einfach mal, damit es auch eine Diskussion bleibt. was du ja schon so geschildert hast, ist diese überraschenden Momente in den Filmen, und das fällt vielleicht nicht zufällig in unsere Zeit, weil die sehr konform ist in der von wegen gesellschaftlich relevante Themen, und es gibt einen großen Konformitätszwang, und von daher finde ich es wieder nicht gut, wenn es sozusagen von Amerika herüberschwappt. Und ich habe auch schon Ideen, aber das ist mir zu peinlich zu sagen, und die schreibe ich dann an. Aber wir schreiben sie auf. Nee, aber dazu passt es. Ist ja dann einen romantischen Abend mit Tom und Jakob Lass. Ich hab tatsächlich in Zürich ein Essen versprochen, aber ich weiß nicht, ob das Leute abgeschreckt hat. Der kann ganz gut kochen. Ich kann gut kochen, aber ich glaube, das Ganze... Also Tom kann Achtung, wahnsinnig romantisch sein. Ja, dann machen wir es so. Tom ist... Aber meinst du nicht, dass... Meinst du das... Ja. Bist du Schauspielerin? Lass den... Bist du Schauspielerin? Ja. Ah ja, okay. Dann, sonst hätte ich dir einen Gastauftritt, aber da hier alle nur mit Laien arbeiten. Boah. Jetzt, wo du es ansprichst, muss ich zu dem Punkt nochmal sagen, weil ihr wollt ja sozusagen auch gestärkt werden und ein großes Feld hinter euch haben, und da dürft ihr unsere Berufszunft sozusagen nicht ganz vergessen. Ich finde es total toll, ich bin auch da offen und finde auch Laien toll, und die Oma ist super und das Junge ist super und alles, aber ihr dürft es nur nicht vergessen, wenn ihr jetzt durch Deutschland zieht. Und es kann beides immer wieder, ihr liebt Schauspiel und Laien darstellen sind auch so toll, die sind auch großartig, und das ist auch ist ich auch nicht ja mit so. Laien gearbeitet. Ich habe auch nicht mit Laien gearbeitet. Ein paar Laien habe ich schon, ja, aber so der Kern sind schon richtige Schauspieler. Die Tonleute und die Schnittleute, das sind Laien. Ich gebe es ja nur zu bedenken, dass wenn ihr jetzt weiter durch Deutschland und Amerika zieht, dass ihr diesen Gedanken nur im Kopf behaltet, dann sprichst du tatsächlich in diesem Fall die fünf Falschesten dieses Landes an, weil ich glaube, hier liegen, also wir sind wirklich fünf Regisseure, die Schauspielern zu Füßen liegen. Wirklich, wir küssen euch, wir lieben euch. Super. Jeden Tag, ich schwöre es dir. Du wirst in Deutschland nicht viele Regisseure finden, die so sehr Schauspieler lieben wie die Jungs und auch die zwei Mädels, die jetzt nicht da sitzen, aber wir vergöttern euch. Das ist ja auch eine Gratwanderung zwischen Laie und Schauspieler. Da gibt es ja keine harte Trennung, und es ist ja jetzt auch nicht so ab dem sogenannten Diplom oder so. Es ist ja auch kein geschützter Beruf. Also es ist ja eine Gratwanderung. Also Peter Trabner ist ja auch mehr Laie jetzt als... Nein, Quatsch. Jetzt aber, es gibt noch eine Prügelei. Alles kaputt gemacht. Hallo. Ich hab's nicht studiert, Freunde. Das ist nur ein kleiner Seitenhieb aus Liebe. Ich bin auch Laie, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Nur eine Frage, ne? Oder? Ja, genau. Also ich würde da ganz gerne mal noch von einer ganz anderen Blickrichtung das mal ganz kurz sagen. Also wir sind einer von denen, die gerade versuchen, die Filme zu vermarkten, die teilweise hier vertreten werden auf der Bühne. Und aus der Sicht heraus ist der Name German Mumblecore eigentlich eine super Idee, wobei ich den übrigens auch vor 5 Tagen noch nicht kannte oder vor 2 Wochen. Allerdings ehrlich gesagt eigentlich nur, um zu zeigen, dass da was passiert, weil es ist ja klasse, eine Bewegung zu haben, und dann geben irgendwelche anderen Leute den Namen. Also wir würden den selber jetzt zumindest auch nicht benutzen, ich habe es ja schon gebeichtet, aber ich finde es trotzdem gut, dass Leute versuchen, einen Namen zu geben. Das ist das eine, weil damit kann man arbeiten. Für einen Vermarkter ist es übrigens gar nicht schlecht. Übrigens auch wiederum kann man damit wieder nach Amerika, das macht auch wieder Spaß, und auch ins Ausland gehen. Also das ist eigentlich für uns ganz hilfreich. Ich wiederhole mich, aber wir würden den Namen selber jetzt nicht wirklich nutzen. Ich finde aber auch nicht, dass eine Bewegung, wenn es denn eine sein sollte, sich selber unbedingt einen Namen geben muss, sondern ich finde eigentlich eher, dass es eine Aufgabe ist von anderen, und soll doch bitte zum Beispiel die Presse oder die Besucher oder wer auch immer es nennen, wie sie wollen. Persönlich möchte ich kurz noch erwähnen, für mich persönlich hat das Ganze einen ganz einfachen Namen, und zwar Jazz.
Jetzt meinen natürlich alle, Jazz hat irgendwas mit Musik zu tun, aber steht ja nicht im Namen, wie Sie wissen. Jazz steht für Freiheit. Und was ich an Jazz so bewundere, auch Free Jazz, ist ja eigentlich nichts anderes, als dass Leute ihr Handwerk beherrschen und dann die Grenzen, die eigentlich sonst immer gesetzt werden von Noten oder von irgendwelchen Dirigenten und was es alles so gibt, ne, in der Musik, dann aufgebrochen werden. Und das passiert hier nämlich auch. Es werden einfach Grenzen aufgebrochen, die jahrelang bestanden haben, aber von Leuten, die immerhin wissen, wo die Grenzen sind. Das unterscheidet übrigens auch die Leute, die einfach dann hobbymäßig sagen, ich drehe jetzt auch mal einen Film. Weil wir sitzen vorne wirklich mit Leuten, oder vorne sitzen Leute, die unheimlich viel Sachverstand haben, jahrelang sich erstmal mit auseinandergesetzt haben, wie werden Filme gemacht, wie geht man mit Schauspielern um, was ist das überhaupt, Technik, Licht, Bild, was es alles gibt. Da steckt so unheimlich viel dahinter. Und erst wenn man das einigermaßen beherrscht oder richtig beherrscht, dann kann man überhaupt erstmal Grenzen aufstoßen, weil man nämlich weiß, wo sie sind. Und deswegen plädiere ich ja für Jazz und sollen doch Leute mal sich überlegen, wieso Jazz jetzt für den Film, warum nicht? Wäre besonders interessant, weil ja zwei da vorne gerne mit Schlagern arbeiten. Da dann das ganze Jazz zu nennen, wäre interessant. Oder, Nico? Freiheit Axel. Ist ja ein tolles Wort eigentlich. Ja, im nächsten Film ist dann Rockmusik dran, also das ist dann Wurst. Aber Schlager hat gut bei Silvi gepasst, ja. Es ist... Ja, ich glaube, Jazz ist eher sozusagen das, wie du spielst. Das, da gehst du wahrscheinlich. Ist denn Free Jazz eigentlich eine Doppelung? Wenn Jazz Freiheit. Film Jazz. Vielleicht nennen wir es Film Jazz. Deutscher Berliner Impro Film Jazz. Ich gesagt, wir sollen uns das nicht überlegen. Nee, ich gebe ja. Wir das nicht machen. Nee, das ich finde auch, wir sollten das auf gar keinen Fall tun. Aber man kann ja mal improvisieren und Begriffe wie beim Impro-Theater reinwerfen, dann kommen wieder Begriffe zurück und dann kann man ein bisschen würfeln und so, mein Gott. Aber eigentlich ist das die Aufgabe der, der Filmjournalisten. Kommt auf den Begriff an. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Erstmal vielen Dank, ich bin irgendwie total begeistert, dass ihr da seid. Ich irgendwie habe ich das Gefühl, es ist genau das. Ich bin an der Kunsthochschule für Medien Köln, bin jetzt gerade in meinem Abschlussjahr, also Diplomfilm steht jetzt gerade an und ist tatsächlich mit einem Bildertreatment gefördert worden in der Abschluss. Ja, in der Abschlussfilmförderung muss man dazu sagen. Also es geht ja immer nicht so richtig um viel Geld. Aber ich stehe jetzt auch vor diesem großen Problem, dass man einfach keine Produzenten findet. Ich habe auch bei wirklich jungen Leuten jetzt, die gerade so im Gründer, also im Mediengründerzentrum sind und sowas, versucht, da Leute zu finden. Aber man muss dann tatsächlich auch pitchen, natürlich, man muss irgendwie diese ganzen Sachen natürlich beherrschen. Und da ist so meine Frage, wie macht ihr das? Produziert, ich glaube, ihr produziert euch teilweise auch selbst, ne? Oder wie geht ihr das im Moment an? Weil ich habe gemerkt, bei Lastix jetzt zum Beispiel, wenn ihr da im Hotel dreht, in der Küche und so weiter, wie sagt man da, oder wir drehen vielleicht nochmal 5 Tage später, wenn es eben passt. Also wie überzeugt man die Menschen davon, dass es total Sinn macht, nicht so in solchen Strukturen zu arbeiten, die eigentlich sonst in der Filmlandschaft gängig sind. So. Nur mit Leidenschaft. Ja, also in meinem Fall waren es ja einfach, sind meine Produzenten ja mit im Boot gewesen. Das waren ja Kommilitonen von mir, die das mit organisieren, also die sozusagen, deren Mitidee das war, dass wir das genauso machen und die da mit dran gearbeitet haben. Also Ines hat ja mit die Fogma-Regeln aufgeschrieben. Ja, so viel dazu. Und also das sind ja die wichtigen Leute, die nahen Produzenten, die Mitstreiter wirklich in der Nähe. Und ich glaube, das ist eigentlich auch vielleicht auch andersrum dann die Idee. Man muss sich Leute nah ranholen. Und dann ist es, sind es ganz praktische Überlegungen, wenn du sagst, also es gibt zwei verschiedene Konzepte. Es gibt das Cloud Atlas Konzept. Es gibt ein unfassbar komplexes, eine Vorlage, eine Fiktion, die in zig Jahrhunderten spielt, an zig Drehorten mit so und so vielen Personen in den irrsten Kostümen und Masken. Wenn du das dann 1:1 umsetzen willst, kostet es sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Geld. Die andere Variante ist, du hast nur zwei Schauspieler und eine Oma und du hast nur eine Wohnung. Und dann musst du gucken, dass du die Idee jetzt darauf anpasst. So, und wenn Jakob ein Hotel hat und er hat diese zwei Leute, dann ist das der Grundstock und dann wird daraufhin gearbeitet.
So, und die Filme, die wir jetzt, die hier laufen, die haben wir ja tatsächlich eigentlich fast alle mehr oder weniger komplett selber produziert. Es ist ja, wir haben ja unsere Arbeitsbedingungen selbst bestimmt. So. Und in einem Fall, wie jetzt bei meinem nächsten Film, ich filme mich Disco, der dann gefördert war, du kannst gleich was dazu sagen, weil du ja ein bisschen anders unterwegs warst, ne? Mit Colas, aber bei ich fühle mich Disco war es halt auch so, dass ich dann mit dem Produzenten, da musste ich mir dann, die haben dann Geld gegeben, die wollten natürlich wissen, was wir für eine Geschichte erzählen, also gab es ein Bilder-Treatment. Damit ich aber die Freiheiten bekomme und trotzdem die Produzenten ihre Sicherheit und ihre normale Organisation durchziehen können, mussten wir uns da auch auf bestimmte Parameter einigen. Und dann gab es beispielsweise einen Drehort Schwimmhalle. Das musste aber eine Schwimmhalle sein, wo wir nicht am Stück erzählen, sondern wo wir dreimal wieder hinkommen können. Oder Krankenhaus, so, weil ich ja chronologisch erzählen wollte. Und damit ich das einhalten kann, musste ich mir dann halt Drehorte suchen, bei denen das geht. Und wenn es bei dem Drehort nicht geht, dann fliegt der Drehort aus der Geschichte raus. Also auch da muss man halt immer flexibel sein, weißt du? Man darf nicht darauf bestehen dann in dem Moment, weil sonst kommt man wieder in so ein anderes Konzept, sonst kommt man ganz schnell ins Cloud-Atlas-Konzept und dann wird es halt anstrengend. So. Also ich glaube auch, du musst alles suchen, was du schon zeigen kannst. Das sind Motive und so weiter, dass du sagst, hier sollte spielen, bla bla bla. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, es hilft natürlich sehr allen Produzenten, Redakteuren, wen du da auch immer ansprichst, Förderern, auch womöglich eine Besetzung zu nennen, dass du sagst, hier der und das, der und der soll das spielen und da geht es ja jetzt in dieser Größenordnung auch nicht um Namen, aber in diesem Fall kriegst du ein visuelles Bild, du kannst vielleicht mal mit denen eine Szene proben, also eine Szene improvisieren, so eine Art Casting-Band machen, also dass man ein Gefühl dafür kriegt, in welche Richtung geht das. Also ich glaube, sowas kann einfach sehr helfen. Also bei mir haben wir es am Ende auch nur ich hatte ja die komplette Besetzung, bevor wir 1 Cent Geld hatten. Und wenn du da sagst, dass Robert Quistek spielt die Hauptrolle, Thorsten Merten, Rosalie Thomas, Michael Fuhl, das sind richtig tolle Schauspieler. Also nochmal zum Thema Laien und Schauspieler. Und das hilft einfach, glaube ich, alles, was du, wenn du kein Drehbuch hast, pack alles hin, was du visualisieren kannst und emotionalisieren kannst. Ja, ich habe auch noch einen Namensvorschlag, den ich gerne in den Ring werfen würde. Und zwar, das geht in die ähnliche Richtung wie Jazz. Und zwar würde ich vorschlagen, einfach Freistil, weil das einerseits die stilistische Ähnlichkeit von euch ganz gut beschreibt und andererseits die Freiheiten, die ihr euch auch nehmt. Und da haben wir auch das zum Sport, dieser. Genau. Also das ist jetzt so ein bisschen wie Theatersport, sagt man ja auch zum Impro-Theater, Theatersport. Nein, und bitte nicht. Mach's tot. Eine andere Idee wäre noch, jede Bewegung braucht immer ein Manifest und es gibt auch bei den Filmkritikern gibt es eine Bewegung, die sich gegen die Konformität stellt und ich habe neulich zu der Kollegin gesagt, die das international so ein bisschen koordiniert, ich werde nur in einer Bewegung teilnehmen, wo jeder sein eigenes Manifest verfasst. Also deswegen würde ich euch bitten, dass es nicht ein Manifest gibt, sondern halt mindestens 7 oder wie auch immer, wen ihr auch immer aufnehmt. Ja, jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Drumherum mit Organisation und Produktion, was sind denn so die Schwierigkeiten tatsächlich dann beim Drehen? Also auf was, wenn man jetzt zum Beispiel ein Mumblecore machen würde, beziehungsweise ja so ein Improfilm, auf was sollte man denn so, sag ich mal, Rücksicht nehmen? Könnte man sich schon quasi im Vorhinein Gedanken machen, was auf einen zukommt, sage ich mal, in der Erstellung solch eines Improfilms? Na, ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Stimmung am Dreh und auch die Stimmung der aller Beteiligten wahnsinnig ausschlaggebend ist. Vor allem bei uns waren es immer sehr, sehr kleine Teams. Also man hat am Set ungefähr 5, 6, 7 Leute, also einfach wirklich Regie und Kamera und Ton und ein paar Assistenten. Und das ist was ganz anderes, als wenn du ein 20- oder 30-Mann-Team hast. Wenn bei so einem großen Team irgendwie jemand kurz schlechte Laune hat oder sich mit jemand gestritten hat, dann geht er irgendwie ins Catering und holt sich einen Kaffee und in der Zwischenzeit sagt man einfach, ja, wir reißen jetzt zusammen, auf der Dispo steht, was wir drehen müssen und das drehen wir jetzt, das Pensum steht fest und wir müssen einfach. Und was wir drehen, steht außerdem auch im Drehbuch und das müssen wir einfach weitermachen. Wenn man bei so einem Impro-Set, wo wirklich alles wahnsinnig frei ist, wenn da plötzlich die Stimmung kaputt geht,
vor allem wenn ich dann, bei mir war es dann immer noch der Fall, dass ich dann Regisseur und Hauptdarsteller war und dann schauen sie mich alle an und so, Tom, was drehen wir jetzt? Und ich so, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe schlechte Laune, so. Oder halt, ja, irgendwie mein Regieassistent gibt mir irgendwie das Gefühl, er will einfach nur nach Hause und ich kann jetzt nicht kreativ sein oder irgendwas denken, irgendwas ausdenken, wenn mich das so beschäftigt und deswegen achte ich da wahnsinnig drauf oder denke, mein Ziel ist eben auch dann so eine Art Filmfamilie zu haben, wo die Liebe zu den einzelnen Menschen einfach viel größer ist als jeder kleine Konflikt oder jede Befindlichkeit und dass man dann halt immer wieder sehr schnell eine Lösung findet und wieder merkt, wie es läuft. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass mein eigenes Gefühl nicht immer beziehungsweise fast nie gestimmt hat. Oftmals habe ich eine Szene gedreht und fand sie während des Drehs furchtbar. Dann habe ich gefragt, was machen wir hier? Und dann war das am Ende die beste Szene des Tages. Und andersrum habe ich oft während während der Szene gedacht, wow, geil, ich bin so gut und sie ist auch so gut, das ist so geil. Und ich habe mich schon so gefreut, die Szene zu schneiden und habe sie einmal geguckt und nie wieder angeschaut. Und also so ein Problem kann einen Film auch befördern. Aber ich muss sagen, das ist das, was mich während der Drehzeit am meisten beschäftigt hat. Das ist die Stimmung und Befindlichkeiten der Menschen. Also die Menschen, die den Film machen, sind am Ende wichtiger als die Technik oder das Geld. Mir hilft, wolltest du direkt darauf? Nee. Mir hilft immer wahnsinnig vor jeder Szene, wenn man sich doch nochmal über die Szene austauscht. Also was findet ja bei regulären Dreharbeiten tatsächlich nicht statt. Da hat man die Szene gelesen und dann geht's los, gibt's vielleicht eine Probe oder so. Proben mag ich ja nicht, weil ich Angst habe, dass das auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiges Ding. Ich dachte, man darf es auf keinen Fall überproben, man darf eigentlich gar nicht proben, weil in dem Moment, wo etwas beim ersten Mal passiert und es ist großartig, und ich habe es nicht aufgenommen, dann wird es beim zweiten Mal nicht mehr so großartig sein. Das ist immer so. Das ist ja genau das, was ich immer suche, diesen Moment, wo etwas das erste Mal passiert. Wenn der nicht on take ist, dann gehe ich an die Decke. Also nein, ich bin ja ein netter Mensch, aber ich gehe nicht an die Decke. Aber dann ärgere ich mich wahnsinnig. So. Und deswegen ist es schön, wenn man vorher sich nochmal ausgetauscht hat, dass so eigentlich jeder weiß, was er jetzt zu tun hat, also was so die Ziele sind, worum es in der Szene geht. Das Einzige, was halt nicht klar ist, ist, wie kommt man da hin? Das Wie, das ist halt nicht klar. Und ich mag das schon gern, wenn ich gut vorbereitet bin. Aber das muss man auch nicht wissen. Nee, das Wie ist ja das, was mich überraschen soll. Ich glaube, dass du keine Angst haben darfst vor Fehlern. Es gibt keine Fehler. Genau. Also wenn du jetzt anfängst, auf Anschlüsse zu achten. Abschalten. Keine Angst, Fehler gibt es im Grunde nicht. Es gibt nur tolle Ergebnisse. Aber deine Frage ging auch in die Richtung, wie man als Produzent am besten solche Filme vorbereitet. Habe ich das richtig verstanden? Nee. Das war da oben davor. Ja. Hast du nicht aufgepasst? Dann sage ich gar nichts dazu. Ja, ich habe hier noch einen Zettel bekommen mit ein paar Vorschlägen, von denen ich jetzt mal nur einen nennen möchte, weil ich den ganz interessant finde. Hier steht alles möglich Filme. Alles ist möglich, in irgendeiner Weise damit was zu tun zu haben, weil ich finde auch gerade diese Unberechenbarkeit, die eure Filme haben und diese Freiheit, die da drin steckt, dass sowas in diese Richtung könnte tatsächlich eine Rolle spielen. Das klingt natürlich so ein bisschen wie Mediamarkt, nichts ist unmöglich. Nee, das ist Toyota. Genau. Aber so in diese Richtung gehend wäre natürlich auch wieder was Interessantes, das nur so als Input. Ja, das muss die Dame dann aber selbst vorlesen. Nee, sie will nicht, dass man weiß, von wem die Idee ist. Okay. Wir wissen es nicht, ich war jetzt vor ihr gestanden. Aber was, Peter. Peter. Was mir eigentlich auch ganz... Ich wollte auch gerade sagen, ist doch voll entspannt, wenn wir uns jetzt echt sagen, okay, ich finde das ist eigentlich die beste Erkenntnis von heute, dass man sagt, wir müssen uns da gar keine Gedanken drüber machen, wie das heißt. Wir dürfen vor allen Dingen auch nicht Ja oder Nein sagen. Ja, das sollen die anderen bestimmen und es geht uns nichts an. Wir machen die Filme dazu und dann wird das in unterschiedliche Schubladen. Dann wird es in die Schublade gesteckt, dann ist die nicht mehr in der Mode, dann wird es vielleicht hoffentlich nochmal in eine andere Schublade gesteckt, bevor wir aus der Mode sind. Und Und es gibt hoffentlich viele Schubladen, es kommt auch in Stiller Frühling als sehr, ja, wirklich, sehr, sehr schon zukunftsweisendes Zitat. Zukunft ist auch ein Stichwort. Zukunft, ja. Ja. Aber ich glaube, da haben wir keine Zeit mehr, oder hast du geschafft? Wir haben keine Zeit für die Zukunft. Natürlich. Ich weiß nicht, was die Frage ist. Das ist genau eine Überleitung, den Rufen. Ja, okay, eine Frage gibt es noch. Zukunft ist ja immer vorbei, verstehst du? Das ist die Vergangenheit. Jetzt mal abgesehen von der Bewegung, wo geht's für euch persönlich weiter? Also werdet ihr das? Das machen wir morgen, ja, aber das. Ich bin nicht da, ich bin einfach kurz. Nee, ich bin morgen da tatsächlich. Okay. Dann nicht.
Nein, aber es ist natürlich interessant, weil ihr sagtet ja auch richtig und das ist ja wichtig und das macht euch ja auch so wichtig. Also ich meine, jenseits dessen, was ihr produziert, sondern als Wegbereiter, denke ich, ist das enorm, was ihr da leistet. Denn natürlich, bin ganz bei dir, sagen, zunächst mal dieser demokratische Gedanke ist ganz, ganz wichtig zu sagen, jeder kann ja diese Filme qua Technik und so weiter machen. Das Problem ist aber natürlich, dass man irgendwie auch vorankommen will, dass man sozusagen ja auch die etablierten Strukturen ein bisschen aufbrechen kann, auch sozusagen in Serie erzählt. Gibt es ja wohl Überlegungen dahingehend, dass man auch ganz regulär in der Primetime was dazu darüber erzählt und dass ihr eben damit eben auch Geld verdienen wollt. Das, denke ich, ist ja auch ganz, ganz wichtig, denn dann, wie ihr ja alle sagt, ihr wollt nicht noch mit 40, 50 irgendwie Autos borgen etc. Also zusehen, dass ihr wollt eure Leute bezahlen. Das ist auch ganz vernünftig, das ist ja auch völlig legitim. Aber dafür muss man sozusagen diese Art von Film auch erstmal schmackhaft machen. Nicht nur eben den Redakteuren, sondern auch Produzenten etc. Und da denke ich, da seid ihr eben ganz, ganz weit vorne. Das ist ganz, ganz wichtig. Und selbst wenn ihr irgendwann mal ja selber nicht mehr Interesse dran habt am Improvisieren oder an der Art des Arbeitens oder ganz aus dem Filmgeschäft aussteigt, kommen dann oder können dann andere nachkommen und können das sozusagen dann mit derselben Qualität nachmachen. Und genau, ihr hattet doch jetzt auch einen Film, der sich an euer sehr gutes Manifest gehalten hat. Oder hatte ich das jetzt irgendwie so falsch verstanden? Ja, nee, ein guter Freund von mir, Philipp Eichholz, genau, der Liebe mich gemacht hat, der hat ganz klar gesagt, der hat es in seinen Abspann geschrieben, dieser Film ist nach den Regeln des sehr guten Manifestes entstanden. Ja, wahnsinnig schön. Ja, aber tatsächlich, das ist etwas, was uns am Herzen liegt. Bernd hat es gerade angesprochen. Das Ziel muss sein, dass ihr diese Filme machen könnt, ohne in prekären Arbeitssituationen zu leben. Das ist das, was, glaube ich, also viel wichtiger als irgendein Name ist. Dass hier in Deutschland gesehen wird und anerkannt wird, dass hier gerade etwas auf dem Weg ist, was wirklich sehenswert ist, was eine Energie hat, was dem deutschen Film insgesamt gut tut, was die Möglichkeiten euch verbessern muss und dann letzten Endes noch dazu führt, dass die Besucher das tatsächlich sehen. Und es ist ganz wichtig, uns ist ganz wichtig, dass sich dieses German Mumblecore oder wie auch immer wir es nennen, dass sich es nicht definiert durch die Größe des Budgets. Genau. Dass es wirklich nichts mit No-Budget-Film zu tun hat, sondern dass es um andere Dinge geht, die auch in einem Kontext funktionieren, in dem wir alle überleben können. Da auch ergänzend vielleicht nochmal dazu, weil natürlich, so wie du es beschrieben hast, das klingt natürlich erstmal attraktiv und natürlich ist es ein Verkaufsbegriff, einfach ein Etikett, ein Label, eine Marke, Branding, wie auch immer. Das ist natürlich interessant, aber es schließt natürlich das Ganze so ein bisschen ab und das meine ich eben auch, es muss eine gewisse Offenheit noch da sein, um quasi auch andere Medien zu infizieren, im ganz positiven Sinne, die ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen aufzurauen. Und da denke ich gerade an einen ja sehr, sehr großen Erfolg, Oh Boy. Ich weiß nicht, wie er zu dem Film steht. Habe ich eine Kritik gelesen, ich mag jetzt den Autor nicht zitieren, aber der dann auch gefordert hat, was ich ein bisschen bedenklich finde, also fördert oder produziert oder macht mehr, 1, 2, 3, ganz viele Oh Boys. Und da ist natürlich wieder die andere Gefahr drin, dass man sozusagen so eine Einzigartigkeit dann wieder versucht, in Serie zu produzieren. Und ich denke, das ist natürlich auch dann so ein bisschen eine Gefahr, dass man sagt, hier, ich habe jetzt hier Love Stakes, wann kommt denn Love Stakes 2? Das ist ja ganz toll. Und super, du darfst ja gar nicht viel Geld haben oder vielleicht auch gerne, mach mal viel Geld, aber dann wird das auch eine gewisse Masche. Und dann hat man die natürlich sozusagen auch im DVD-Regal ganz schön da stehen, aber da kann man sozusagen die sich anschauen wollen, können sich es rausholen. Aber es sind ja momentan von den Zahlen her noch nicht so viele Leute, die euch erreichen. Leider, das ist etwas, was du ja morgen diskutieren willst, Vermittlungsproblem. Bei Oh Boy hat es in der Hinsicht geklappt. Was denkt ihr, war denn sozusagen so dieser einzelne Erfolg? Ich meine, gerade Oh Boy war eben auch zum Filmpreis, Deutschen Filmpreis nominiert, hat darüber enorm Publicity bekommen, wart ihr aber auch. Sozusagen, was könnt ihr euch von Oh Boy so als jetzt natürlich nur einem Film, aber einen doch sehr wichtigen der letzten Jahre sozusagen abschauen? Wie steht ihr zu diesem Film? Also ich antworte da mal drauf, weil ich musste mich mit Oh Boy auseinandersetzen, weil uns tatsächlich immer wieder gesagt wurde, ihr werdet aber nicht ein zweiter Oh Boy sein, so, ne, macht euch keine Illusionen. So, und wir waren so, wir hatten das nie vor. Ich hatte den Film damals auch noch nicht gesehen. Ich mag den sehr. Ich habe auch auf der Zugfahrt hierher überlegt, ob Jan-Ole Gerster nicht irgendwie auch hier sitzen könnte auf eine Art, weil er
weil er auch mit reduzierten Mitteln umgegangen ist. Also der Film ist ja auch jetzt nicht an irgendwie, keine Ahnung, an extremen Schauplätzen oder sondern er hat eine Art Reduktion da drin. Und er hat auch, also und die, ich habe mir auch die Zahlen angeguckt und die haben in fast 50 Wochen 300.000 Zuschauer gemacht. 50 Wochen ist unglaublich lang. Ich meine, das ist eigentlich der Erfolg, dass sie so lange im Kino laufen konnten. 50 Wochen, dass sie da so lange in den Kinos drin gehalten wurden und man hatten lange vor dem Filmpreis schon damit gestartet und dann gab es noch einen kleinen Kick dazu. Aber 300.000 Zuschauer ist halt viel für einen Nachwuchsfilm. Es ist aber eigentlich gar nicht so viel Zuschauer. Ne? Also also finde ich jetzt. Ja, natürlich, aber ich meine jetzt, es ist kein kommerzieller, also ich sehe es, also gut, korrigiert mich da, vielleicht bin ich dazu. Vielleicht sehe ich das da anders. Also natürlich ist es unglaublich viel. Für das, was Oh Boy ist, ist es unglaublich viel. Es ist ein Arthouse-Film. Also es ist auch für jeden anderen deutschen Film verdammt viel. Also im Durchschnitt sagt man, dass ein deutscher Film, also man rechnet da eben und da kommen viele nicht über 10.000. Ich selber habe die Erfahrung gemacht. Silvi hat 10.000 Zuschauer, genau, Punkt. Also selbst für einen richtig Profi-Film mit normal Budget, alles regulär, konventionell, tralala, Werbepackung und so weiter, ist 300 eine sehr, sehr also respektable Zahl. In jedem Fall für einen Nachwuchsfilm ist es sozusagen sehr speziell zu betrachten, aber vielleicht hat das gerade deshalb, hat er sozusagen bestimmte Vorzüge genießen können, gerade im Journalismus oder in der Rezeption von, also das... Das ist eigentlich, lass uns die Zahl beiseite lassen, weil da kann sein, dass ich mich da getäuscht habe, kann sein, dass ich das unnötigerweise mit wirklich kommerziellen Filmen vergleiche, mit Fuck You Goethe, was eigentlich auf eine Art auch ein Nachwuchsfilm ist, wenn man so will, oder von jungen Filmleuten, aber ich glaube, da bin ich jetzt ganz abgebogen von dem, wo ich eigentlich hin wollte, dass ich glaube, das Wichtige war da schon tatsächlich, dass Oh Boy auch eben einer der jüngsten, dass Jan Ole einer der jüngsten Filmemacher war, die in der letzten Zeit, so wie ich das verstanden habe, für den Deutschen Filmpreis nominiert war und den gewonnen hat. Und das ist glaube ich, was das vielleicht halt auch irgendwie braucht. Ich glaube, die Branche braucht auf eine Art schon auch ein bisschen eine offener. Aber also wenn er den Film auch nur ansatzweise alternativ besetzt hätte, hätte er diesen Erfolg nicht gehabt. Ja, das stimmt. Der Film ist, also so sehr ich den Film mag, ich verstehe auch, warum alte Menschen diesen Film auch mögen, sozusagen. Ne? Und das ist aber keine Kritik an dem Film, also nicht zwingend so, ne? Aber ich verstehe, dass der bei einer breiteren Masse gut ankommt, gerade bei Leuten, die eben auch aus einer anderen Generation einfach kommen, dass die sagen, ja, der ist jetzt, dem Film kann ich folgen, der hat dieses ruhige. Nur kurz darf ich fragen, wie viele Lovesex hat er? Wir haben. Wir müssen eigentlich nach hinten fragen, aber ich denke, wir haben sowas wie 40.000 gemacht im Kino, im deutschen Kino. Richtung stimmt, ungefähr 40.000. Okay, nur zur Größenordnung. Also natürlich ist das kein Vergleich. Ne? Also wir liefen auch nicht ein ganzes Jahr im Kino. Ich möchte auch an der Stelle einfach kurz dazwischen gehen, weil wir so ein bisschen jetzt wieder, wir nähern uns dem Ende und wir werden morgen darüber groß sprechen. Da wird es ganz explizit darum gehen, was ist die Zukunft des German Mumblecore, der noch so heißt, vielleicht weiterhin so heißen wird. Vielleicht ist uns bis morgen auch schon eine glorreiche Idee gekommen. Außerdem natürlich, was sind eben mögliche Wege? Wie können mehr Leute eure Filme sehen und nicht nur eure, sondern gibt es neue Wege, die vielleicht gerade auch, wenn man die Energie eurer Machart sich anschaut, dann auch auf den weiteren Prozess der Verwertung sich anschaut. Also morgen unbedingt, wenn Sie es schaffen, nach Mainz zu kommen, um 19 Uhr geht es da mit dieser Diskussion los. Vorher zeigen wir Papa Gold und dann Love Steaks. Und ja, gleich geht es weiter mit Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Aber ich möchte als allerletztes noch eine kurze Schlussrunde mit Bitte um jeweils einen Satz sagen. Was wünscht ihr euch denn? Wie es mit eurer oder was aus eurer Bewegung hervorgehen soll für euch selber? Dass es was bringt. Nico, fang mal an. Sag nochmal die Frage. Na, was wünschst du dir? Also wenn wir jetzt sagen, wir jetzt gehen hier raus, ihr habt alle bestätigt, ihr seid eine Bewegung in irgendeiner Weise im deutschen Film. Wie kann es dir helfen? Bringt es dir was? Ich hätte gerne eine Freundin.
Peter, kannst du helfen? Also ich finde gut, dass es als Bewegung wahrgenommen wird. Das ist schon mal irgendwie toll, weil man sich ja auch als Filmemacher sozusagen wahrgenommen fühlt. Ja? Ansonsten wäre das ja auch, es ist toll. Und ich glaube auch, dass es ein richtiger Schritt ist. Es wird auch helfen und alles Weitere muss man einfach dranbleiben. Also es ist, wie es ist. Tom, zur Freundin noch was dazu? Achso, nein, das war jetzt auch nur ein Filmzitat. Ja, aber ich mache das mit den Filmen doch nur wegen der Frauen. Nein, Quatsch. Nein, ich weiß nicht, was... Wenn es nun mal so ist. Muss ja irgendwo auch ja nicht darum, okay, das zu sagen. Ich finde es total. Eigentlich wäre das Geld wichtiger. ich finde das wirklich ganz schwierig zu formulieren. Ich finde, dass das toll ist, dass man das so als Bewegung sehen kann oder dass man auch nicht irgendwie alleine da ist oder dass man sich so gegenseitig bereichert und inspiriert. Aber ansonsten. Improvisation geht weiter auch bei dir. Für mich geht Improvisation auf jeden Fall weiter, weil das ein Arbeitsfeld ist, was für mich unerforscht ist, wo es noch ganz viel zu erreichen gibt. Was aber nicht heißt, dass mich nicht auch die andere Arbeitsweise mit Drehbuch wahnsinnig reizt. Aber letztendlich ist der einzige Wunsch, einfach nur weiter Filme machen zu können und am Leben zu bleiben. Jakob, einmal Fogma, immer Fogma. Ja, also ich habe jetzt einen ganz neuen Wahlspruch, den habe ich mir gerade eben ausgedacht. Mehr Zeit für die Zukunft. Richtig gut. Einmal ist das der Slogan vom kleinen Fernsehspiel, glaube ich. Ist das wirklich? Also, so ähnlich. Nein, Quatsch. Aber nein, einmal fangen wir, immer fangen wir. Bestimmt. Ist das wirklich nicht so leicht, aber ja, ich finde das super. Ja, halt, ich habe überhaupt nicht. Ich finde es toll. Ich finde die Idee, dass es eine Bewegung gibt und die Idee, dass da Nachfolger kommen und dass man einen Weg bereitet und dass es eben eine Zukunft geben könnte dafür, das finde ich ganz, ganz stark. Also dass es sozusagen eine Dynamik mit einer Durchschlagkraft haben könnte, tatsächlich was zu verändern und auch noch mehr Zuschauer zu finden, weil ich glaube, dass das Bedürfnis da ist. Ich glaube ja nicht nur, dass es ein Bedürfnis bei uns ist, sondern dass es auch ein Gegenüber gibt und die muss man halt noch mehr erreichen und das hoffe ich mir. Aaron, du trägst den German Mumblecore nach München. Mal schauen, also ich habe jetzt meinen letzten Film, den ich ja jetzt gedreht habe in den letzten 2,5 Monaten, das war ja eine ganz klassische Geschichte für dich. Ja, für dich und mit Warner als Produzent, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier noch eine Sekunde sitzen darf. Die Sache ist die, man merkt schon, ich persönlich, ich finde das überhaupt, Filme machen, für mich ist ein Experimentierfeld, ich würde mich jetzt nie festlegen, dies oder das, aber ich weiß einfach, was mir einfach viel bedeutet und das merke ich, das habe ich mit hier dieser Runde gemeinsam und ich glaube, das ist auch, was uns bewegt, das sind Geschichten mit Herz und Seele und Leidenschaft und ein bisschen lauter und immer mit den Figuren als treibende Kraft, mit denen fühlst du mit. Und ich merke so, dass ich bin kein, glaube ich, ich würde vielleicht das jetzt sagen, vielleicht will ich ja doch eines Tages einen Thriller machen oder Transformers, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass mich das so gar nicht interessiert. Mhm. So, und deswegen glaube ich einfach, dass das, was hier gerade entsteht, einfach eine sehr leidenschaftliche Möglichkeit ist für uns mit Schauspielern, auch mit kleinen Mitteln Sachen zu erschaffen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich hier von allen Beteiligten weiter schöne, lebendige Filme sehe. Und mir persönlich ist es sogar wurscht, ob die jetzt unter einem Label laufen oder nicht. Ich glaube aber, dass uns das helfen kann. Ich wünsche mir einfach nur lebendige, reiche Filme dass wir es nicht als Hobby betreiben, sondern als Beruf. Genau. Der nächste lebendige, reiche Film steht bevor. Alki Alki ist im Kasten, Axel. Magst du was drüber sagen?
Ja, es wird eine Alkoholikerkomödie, die sehr traurig wird, aber zum Zwischendurch halt auch zum Lachen. So wie es immer ist, so wie wir vorhin schon festgestellt haben, die guten Tragikomödien sind unser Genre. Ja, aber es geht um Alkoholismus und es geht bergab in diesem Film. Und Heiko und Peter spielen die Hauptrollen. Also die, das ist im Prinzip auch das, was ich mir wünsche. Also ich bin ein wahnsinnig glücklicher Mensch. Ich habe den schönsten Beruf der Welt und ich habe eine tolle Filmfamilie und ich wünsche mir eigentlich, dass ich die bezahlen kann, dass wir weiter Filme machen und dass wir vielleicht mehr Publikum bekommen. Gleichzeitig schließt sich der Kreis auch noch. Also Iris Berben und so spielen mit, Dietrich Brüggemann. Iris Berben hat ja mit Lemke angefangen. Aaron Lehmann sein, ist doch dein Debüt, oder? Ja, ist mein Debüt, aber ich würde mich als Laien bezeichnen. Herausragend. Herausragend. Und auch Oma ist wieder dabei. Aber diesmal ist zum Beispiel auch eine kleine, aber ganz hinreißende Rolle und sie hat total auf die Kacke gehauen, Iris Berben dabei. Thorsten Merten ist dabei, Christina Große ist wieder dabei. Es ist... Also ist ein schöner Film. Es wird immer größer. Oliver Kuritke ist dabei. Oliver Kuritke ist dabei. Eva Bay. Ach, lauter tolle Leute. Wirklich fantastische Schauspieler. Da sind wir genauso gespannt, wie die improvisieren, wie jetzt gleich in Kohlhaas die Schauspieler oder Nicht-Schauspieler. Bitte ganz herzlichen Applaus für die fünf, die hier sitzen. Es ist großartig, dass ihr so lange durchgehalten habt. Nico Sommer, Tom Lass, Jakob Lass, Aaron Lehmann, Axel Ranisch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Auch an Züwitz natürlich an meiner Seite. Dank euch!